Dramatisches. So, ich starte jetzt auch. Jo, willkommen. Jo, ich hab schon gestartet. Hier ist wieder euer Papagei. Englisch, ja. Hallo. Hallo. Ja, grüße ich Papageis Zuschauer auch schon mal recht herzlich. Ich auch. Ja. Jetzt habe ich hier das kaputt. Gut, da muss ich mal ganz kurz holen. Ich muss gleich mal Eisfarmen gehen. Ja. Was meint, was will Craftflow? Wie macht man einen Betkong? Okay. Kenne ich überhaupt nicht, was das heißen soll. Ich glaube, er meint einen Beton oder macht. So. Aber ja. Beton, Alter. Der ist übertrieben nice, weil der auch so lang ist. Warte, was war das? Kannst du so machen, damit man sich hört am besten. Richtig, das wäre nämlich auch wichtig. Ich dachte schon, das gleiche passiert. 17. Wenn ich bei euch live auf Twitch kann mal einmal jemand gucken. Von euch oder so. Bei mir gerade schlecht. Ich habe jetzt gerade auch den Stream laufen. Ja. So, ich habe mal Karotten, muss ich auch noch einmal nachpflanzen. Weil ich pflanze gerade die ganzen Dinge nach. Ja, ja, das ist okay, das ist sehr gut. Rote Beete auch, also weil die Dinge, die kaputt getrampelt sind, tut es. Die Band ist gerade live auf Twitch. Was machen wir denn jetzt hier? So, und hier hinten sind dann die automatischen Farmen. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Ich muss mal gucken, was hier. Also, weg. Diese Endsteine. Die würde ich gerne hier lassen. Ja, die automatische Kaktusfarm haben wir da auch noch. Das ist die Frage. Obsidian, lass mir mal. Das muss ich drüben rausholen. Also ich muss nach drüben fahren, aber ich brauche aber erstmal Eis. Das heißt, was ich immer lassen kann, ist auf jeden Fall. Du wolltest Eisfarmen gehen, ne? Ich gehe gleich mal Eisfarmen. Wir brauchen unbedingt wieder viel Eis. Okay, ja, ja. So, hier mal Weizen. Ich will das Glas mal hier lassen. Was? Das Glas lasse ich hier. Ja, kannst du ja machen. Brauchst du Platz im Inventar. Ich brauche immer Platz. Ja. Das ist ja auch meistens richtig voll, das Inventar. Ja, das weißt du ja. Immer voll. Ja, immer voll, so kennt man Papagei. Könnt ihr ja mal kurz runter zum Zombie-Farm gehen und schauen. Ja, mach mal. Ich glaube, jetzt sind die Drohnen eh wieder voll. Oder allgemein hier. Ich fahr mal los. Ja, kannst du machen. Jetzt muss man langsam machen, langsam machen. Beim Ding, sonst Eishaus, ne? Ja, in der Nacht. Ja, okay. So, jetzt können wir hier mit Vollgas heizen. Gut, dann gehen wir mal langsam, hier na, langsam. Ja, beim Eingang runter und schau mal. Und ab geht's. Schauen Sie mal um. So, da ist das Eis. Wieso ist hier ein Teppich weg? So. Was ist weg? Wie sind nochmal die Zuhause-Koordinaten? Ah, Mini, Baby, Tommy. 65 und minus 385. Ach, plus so. 65? Richtig. Und dann minus 385. So, dann gehen wir mal mit Behutsamkeit. Leute, wieso? Ist natürlich fast down. Okay. Damit hab ich nicht gleich. Den müssen wir da mal wieder reparieren, aber okay. Wo ist er jetzt hin? Der wurde wieder aufgesaugt. Da war ein Teppich. Weil bei unserer Zombies-Farm ist hier nämlich gerade ein Teppich weg. Okay. Also bei einem so einem Trichter, den muss ich jetzt wieder. Ja, machen wir den, ja. Und dann loote ich mal das ganze Zeug. Okay, ich bin wieder voll. So, dann enden wir mal Eis. Wir wollen wie sind die Koordinaten? 65 und minus 385.
Ja. So, ich muss sie jetzt doch noch mal eins lauter machen, Papagei. Ja. So, jetzt soll es wieder lauter sein bei mir. Ja. Haben wir noch alles 9 brav worden? Ah, oh, das sind nur Zombulas. Nicht schlimm. Auf geht's. Dann kann ich ja direkt das hier in die Spiele reinklatschen, sag ich jetzt einmal mal. Ja, ja, kommt schon. Zack. Und dann kann ich ja mal schauen bei diesen Gängen, wo das Sony, glaube ich, hier gemacht hat. Oh, der hab hat ich ihn ja so weit zurückgestoßen. Immer noch drin gelassen, weil er wollte ja nur die ersuchen. Da gehe ich jetzt einfach ich halt einmal nicht in so einen Gang rein und schaue, ob er da noch. Aber okay, Redstone dann ist auf. Hat. Von mir aus ist auf. Ja, die ersaufen jetzt. Dann sollen sie ersaufen. Oder andere Rohstoffe. Ja, die hat er schon mal. Das Redstone. Hui! Die wollen wohl. Ja, egal. So, da kann man ja egal, den lassen wir ja runter. So. So. Brenn. Ab runter mit dir. Zack. Die lassen wir hier mal da. Ich hole mir nämlich gerade das ganze Redstone, was der Sony vergessen hat, hier noch. Ja, raus, ja, ne? Mach ruhig. Weißt du eigentlich, wann der Julian oder wie heißt er wieder kommt? Weiß ich nicht, weiß ich, wann er wieder kommt. Okay. Er wird noch heute Morgen drauf, oder nicht? Ja, der ja, weiß ich nicht. Morgens bin ich eigentlich gefühlt nie on. Schöne Zombie-Frau-Farm. Stadt-Eis-Farm. Farm mit Zombies. Heute Morgen war ich auch gar nicht mehr zu Hause, also, ja. Meine Mutter macht gerade draußen, Lagerfeuer. Jetzt soll ich ans Lagerfeuer. Wieso brennen die? Okay, hat nur ein paar Ressourcen hinterlassen. Ein bisschen Redstone immer, was sonst? Ja, er hat schon das ordentlich gemacht. Ja. Entschuldigung. So, hier wieder Redstone. Los. Ja, klaust du auch noch? Klaust du auch noch? Wer klaut, wird vernichtet. Spinnen. Aber der hat schon lange Gänge gemacht. Bloß so, wie waren die Koordinaten? 65 minus 385. Genau. So, und ich gehe jetzt nochmal den Gang zurück. Denn die sind dumm zum Gehen, so. Okay. Da kann man nicht richtig sprinten, ne, in den Gängen, aber ist ja nicht schlimm. Immer schön dabei Eis haben, wenn es geht. Das nehmen wir mit. So. Ja, irgendwie. Zack. Das hat nicht richtig funktioniert, ich weiß nicht. Warum? Ja, weil ich irgendwie bin ich nicht live, aber dann bin ich doch live und dann irgendwie nicht, weil. Cool. Dein Internet ist auch ziemlich schwach hier. Und weil nicht. Du hast nur einen Balken. Ja, so, wer hatte da den Streamer? Ich weiß, ich das gerade auf dem Handy gucke. LTE. Von wem, von Papagei? Nee, von mir. Achso, lol. Ey, mein Ping ist einfach zu scheiße. Brauch besseres Internet. Ich kann momentan eh erstmal nicht mehr streamen. Richtig schade. Zack. Ja. Zack. Ich coole neue Commands gemacht hab. Zack. Hier hinten war doch irgendwo diese eine Dings. Oder wurde die schon abgebaut? Da muss ich jetzt mal schauen mit den ganzen Lapis Lazuli. Zack. Es kommen nur Zombies, es ist ja mal lustig hier. Zack. Nein, die ist hier scheinbar nicht. Okay, zack, lol. Zack. Cool. Mein Internet ist echt zu schwach, es ist so. So ist es auch gut. Ja.
Zack. Einfach weggemacht. Dann komme ich vielleicht auch mal Eis mit Farmen, ne? Du kannst unten mal weiter ausbauen, weil ich bringe nämlich dann Eis. Ey, es sind wieder zwei neue Katzen hier so. Bei der Eisbahn oder den. Unten bei der Eisbahn. Ja. Da kannst du nämlich weiter ausbauen und da mal ausleuchten. Das Eis hinkommt oder für die komplett, U-Bahn. Mach mal komplett. Einfach ausbauen. Und mit Fackeln halt Licht machen, wenn du keine Laternen hast, weil Laternen haben wir eh Mangelware, bisschen. Und dann kann ich nämlich dann weiter Eis verlegen irgendwann und kann dann auch das machen. Jetzt muss ich, weil das passt nämlich dann eher. Ja. Ja, da muss man halt wieder mal eine Bestellung aufgeben, ne? Hab ich heute schon, kam auch schon an, keine Sorge. Okay. Und ich ernte mal ordentlich Eisen, dann haben wir auch ordentlich. Da kann ich nämlich die Bahn schon mal von einem Ort zum anderen Ort schaffen. Ja, ja. Aber ich möchte mal kurz aufnehmen, okay? Ist das okay für mich? Einmal mal so Test Minecraft. Ja, kannst du ruhig mal. Also, was willst du aufnehmen? Einfach kurz Minecraft. Hättet ihr auch Bock, nachher irgendwie mit mir eine Runde Scribblio irgendwie aufzunehmen oder ein Minecraft oder irgendwas? Ja, ich und Papa Guy machen vorerst mal einen Stream von Minecraft halt so. Ja. Nach dem Stream, noch einen Stream. Ja, vielleicht mal gucken. Kann auch sein, wenn eine Meldung kommt, vielleicht fahre ich auch wieder mal Freckfest. Mal gucken. Ja. Aber bis jetzt kam noch nichts. Dann ist es ja auch egal erstmal. Papa Guy, habe ich dir eigentlich schon diese zwei Bilder geschickt, die ich heute gemacht habe? Du hast was geschickt, ja. Einmal diese Ape, TM, ja. Was? Also ich TM ist das eine große, habe ich gesehen. Also ja, keine Ahnung, ich kenne mich bei den Apen nicht so aus. Und zwar, also das sind jetzt nur ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Ja. Also von einem Zug, das ist wieder den Lok, der, okay, mein Deutsch ist nicht gut. Den Lokführer, den ich kannte. Ja. Da wollte ich heute eigentlich ein Video schreiben. Ja, hast ja gesagt. Aber ich bin heute noch nicht dazu gekommen. Ja, kannst du immer noch machen. Ja. Ui, schönes Eis. Ich hab's dir auf jeden Fall gerade über WhatsApp geschickt. Ja, ich guck's ja dann irgendwann heute Abend an. Ja, klar. Heute habe ich nur Bilder gemacht. Gestern habe ich. Ja, ja. Vorgestern mal. Das zweite Video muss ich unbedingt noch hochladen. Ja. Ich fange gleich wieder. Ich guck mir kurz das Video an. Ja. Ja, mach das. So, ganz kurz. Und hopp mir das ab. Was ist denn da los hier? Das Wasser ist ja echt hier. Oh, dauert noch kurz. Wasserlein. Und ich bin wieder da. Ja. Ich bin voll verschnupft gerade irgendwie. Schnupfen? Ja, gerade voll irgendwie. Ja. Gut. Wir müssen das nämlich richtig machen. Sonst geben wir nämlich Probleme. Genau. Das wollen wir ja nicht. Ich würde es geil finden, wenn, also, es gibt zwar Luftpost jetzt fast gar nicht mehr so gefühlt. Okay. Aber wenn sie in Transport FIFA 3 Luftpost mit reinmachen würden. Wie Luftpost? Das sind so kleine Röhren, das gab es damals, auch in Deutschland schon 1912. Keine Ahnung, okay. Wenn ich nicht liege. Auf jeden Fall habe ich da mal was im Nürnberger Bahnmuseum mitbekommen. Da ist auch diese kleine Luftpostabteilung. Ah, okay. Tut man halt in diese Kapseln so die Post rein und so. Ja, weiß ich. Das gibt auch Tourist teilweise noch. Ja. Auch in Kliniken habe ich schon gesehen. Und so könnte man Transportführer reinmachen. Oder, ja. Keine Ahnung, hier Schwebebahn oder so. Oder Magnetbahn. Das könnte man alles noch reinmachen. Das wäre richtig. In Transportführer gibt es Magnetbahn, habe ich schon gesehen. Okay. Aber hat mir noch nicht so gefallen. Ja, und Schwebebahn war auch noch geil. Ja, irgendwas war da mit Magnet, habe ich gesehen.
Christelmann, ich stelle mir unter Luftpuff eher Brieftauben vor. Ja, das kann sein, Brieftauben. Und allgemein so Taxis, weil ich glaube, da hätte man wirklich alles von Personen, ja. Förderungsmittel und. Ah ja, da gibt es auch die Brieftauben, die können wir auch benutzen. Da haben wir Luftpost. Ja. So hat keiner auch ja. ins Ding geschrieben. Könnte man machen. So, ich ernte nämlich hier gerade Eis. Weil wir brauchen jede Menge Eis. Moin. Blaueis nämlich. Und ich muss das alles machen. Was habe ich gerade gemacht? Wo, ich? Ja, du bist gerade einfach so random dahergekommen. Oh, weil ich Bock hab. Nein, meine Spitze geht. Okay, so. Ich muss kurz nämlich gucken, wie die Aufnahme ist. Yeah. Ah ja. Yeah. Oh, dann bist du yeah. Lassen. Okay, reicht dann auch mal wieder mit dem Autismusanfall. Richtig. Okay. Ja. Was haben wir denn hier? Ja, 1, genau. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irgendwo noch Eis. Ich glaube, das war oben. Ne? War das hier in der Kiste? Nein. Ja. Wir machen das mal hier rein. Dafür ist das Eishaus hier da. Warte, hast du Holz oder Truhen dabei, Flobby? Nee, leider nicht. Könntest du mir mal ein paar Truhen bringen? Ja, ich bin gerade am. So, ich mach das gerade mal hier. Okay. Überprüfung abgeschlossen. Ah ja. Okay, keine Ahnung, was er damit meint, aber okay. Ah, hier wird geprüft. Sehr gut. Ja. Muss leider alles sein. Alles muss TÜV geprüft sein. Richtig. Die Zombies werden auch geprüft, bevor sie vernichtet werden. Mensch, sowas brauchen wir aber hier nicht. Das habe ich jetzt nur kurz hier die Aufnahme gemacht. So, entschuldige, so Eisläufer käme nicht vorbei, der nervt und stört beim Lernen. Glück habe ich Glück zu dir ja. In die Minecraft-Welt schicken. Eisverkäufer. Ja, Leute, ich muss erstmal dann raus, aber danke, danke, ne, das ist... Naja, das muss dann erst umändern. Wäre schon geil. So. Das war ein bisschen laut eben. Ja, ein bisschen leiser, wenn es geht. Zum Glück habe ich ihn leiser geschraubt. Ja. Ey, okay, ich gehe jetzt erstmal Dingsen bumsen, ne? Ciao. Ist wieder meine. Ja. Einfach so richtig. Okay, ja, ciao. So. Oh, dir das Eis wieder ab. Ja, Eis okay, ist schon nicht schlecht. Also, können wir aber. Es gibt ja hier. Also Eisverkäufer, wenn die mir Eis verkaufen, gerne. Dann kann man das gerne kaufen, dann ist es schnell erledigt. Weil ich habe ja genug von den Smarten. Das wäre nicht das Problem. Und keiner verkauft es halt. Unter mir irgendwo. Ja, ich wusste es schon. Guck mal, ich habe es so gemacht. Kleiner Zaubertrick, guck mal, ich bin ja hier drinnen, ne? Chris? Ja, und da hast du dich runtergehauen. Guck mal, nein. Hallo, Peter. Kleiner Zaubertrick, komm mal her. Nein, keine Zeit, ich muss ausbauen. Richtig. Grüße dich, Peter. So. Jetzt gucken wir mal. Wo wir gleich. Ach, denken so ein kleiner Zauberring. Da können wir auch noch mal Eis ernten. Nimm dir kurz jetzt eine Sekunde. Wo bin ich? Geschaut, danke. Wo bin ich? So. Achso, Wassereimer müsste ich mir eigentlich mal machen. Damit ich das hier mal wieder verbessern kann. Weil hier wird nämlich Wasser. Chris, wo bin ich? Ja, dann wächst das nämlich nicht nach. Bauarbeiten abschließen. Nicht zum Bauen nutzen, nur essen. Das stimmt allerdings. Es gibt hier wirklich einen kleinen Eisverkäufer. Das ist dieser fahrende Händler. Da kriege ich aber, wenn nur 7 Eis, vielleicht Packeis mal oder sowas, vielleicht auch mal blaues, aber 7 Stück nur, damit komme ich nicht weit. Hallo. Na gut, dann schau, ne? Viel Spaß mit beiden noch. Ja, ciao. Ja, danke, tschüss. Also ich müde mich, ne? Also. Ja. Ja, was macht er dann wohl wieder? So. Und wie viel Eis hast du schon zusammengekratzt? Wenn ich so sage, warte mal. Ja, so ein Stack Packeis ist haben wir wieder zusammen. Okay. Ja, nicht viel, ne? Es ist nicht viel. Ist ja ein hohen Zahlen, weißt du doch. Ja. So.
geh mal bitte hinter. Hab ich das Boot? Hab ich natürlich, darf nur mal im Bootshaus stehen. Das brauchen wir nicht für unsere U-Bahn oder für unsere Eisbahn auch. Und dann auch für die sozusagen Schienen. Oder neben dran liegen. Pizzeria hätte nicht als Stammgast, ja. Das ist geil, ja. So eine fahrende Pizzeria immer mal, ja. Ich kann ja dann auch, wenn ich dann hier mal so ein bisschen was abgeändert habe, kann ich ja mal zeigen, was geplant ist, für was ich das alles brauche. Das ist nämlich richtig viel. Ich muss eh gleich zurück, weil die Axt nämlich ziemlich MS ist. Wieso habe ich das jetzt wieder zugebaut? Das baut doch eh gleich ab. Ja. So. Muss ich mir jetzt gleich auf jeden Fall Truhen holen wieder? Ja. Weil ich bin schon wieder ziemlich voll. Ja. Aber hier ist ein Boot. Ich entleere mich auf jeden Fall vor. Aha, das muss ich mal ausbuddeln. Seht ihr das? Ich habe ein Boot gefunden. So, das nehmen wir doch mal mit. Ist ja wunderbar. Findet man immer ein Boot. So. Also ohne Boot, so. Vom Rennen her. Habe ich das Gefühl irgendwie. So. Gibt hier noch Eis rum? Tatsächlich da. Es ist dunkel, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier aufpassen. Zurückgehen. Ist aber kein Problem. So. Weil hier können Monster auftauchen. Das heißt, wir fahren mal zurück. Da sind hier noch irgendwo Truhen. Na. So, jetzt haben wir das Boot rausgeholt und können dann wieder dorthin fahren. Das ist richtig, das stimmt schon. Okay, ich muss mit Truhen craften. Das stimmt, okay. Ja. Was haben wir denn da noch? Das nehmen wir noch mit. So, unser Eishaus. Ganz schnell hier raufgerannt und jetzt hole ich mir erstmal so Table. Das ist nämlich das Eishaus. Einfach nur das Eishaus. Drauf. So. Hat man nicht mal irgendwo eine Truhe stehen mit richtig viel als, drin? Ja. Ist sie inzwischen weg? Ich glaube, die ist weg. Geil. So. Die ist scheinbar weg, die Truhe. Welche Truhe ist weg? Also wir hatten mal eine Truhe, wo richtig viele Kisten drin waren, aber die steht hier scheinbar nicht mehr. Die sind alle verbraucht worden. Das kann ich ja sagen, das stimmt auch. Da hat keiner was mit zu tun. So, hier haben wir Eis. Okay, wo haben wir denn hier überhaupt Viehhäuser drin? Und zwar... Oh, Entschuldigung. Holen wir das hier raus. Hier hat man noch ein bisschen Holz. Also das brauchen wir nicht. Bleibt hier oben. Da habe ich hier schon das war ein bisschen fehl. So. Das müssen es, glaube ich, sein. 27 Gold, Smaragdi, können wir mal rausnehmen. Zack. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wir haben bald mal ein Stack zusammen, was wir wollen. Aber gut. Tun wir mal hier rein. So, immer hier, hier rein tun. Sicher. So. Aber man kann nicht aus verschiedenen Holztruhen craften. Soll. Okay. Das kannst du. So. Ja, doch, kann man. Ah, so, wow, jetzt nehmen wir ja, das Boot mal. So. Jetzt fahren wir hier auf die Rampe rauf. Ja, gut. Oh ja, da meine ich auch wieder mal hin. Aber das lassen wir nochmal wachsen. So, jetzt habe ich. So, hier geht es dann wirklich jetzt mal zurück.
Damit sollte ich, glaube ich, erstmal. Jetzt sind mit voll Karo auf diese Rampe. Zack, geht nach oben und auf geht's weiter. So, bremsen. Da können wir unten auch gleich weiterbauen. Und dann fahren wir mal hier auf der Landstraße schon mal. Mit Vollspeed. So, und hier. Du Scheiße. Bremsen. Was ist denn hier? Kein Problem. So. Gebremst, aussteigen. Den ganzen Weg zurückgehen. Boot und nehmen. Weiterbauen. Und nach unten gehen schnell. Weil es nämlich dunkel. Jetzt gehen wir mal ins Hauptlager. Hier oben ist dann auch der Bahnhof und sowas. Könnte ich mal kurz zeigen. Also sieht man hier um die Pferdehalle. Egal. So. Das ist nämlich das Lager erstmal. Dann halt nett, ne? So groß ist das hier. So, dann gehen wir jetzt nach unten mal. Ich nehme aber mal Zeug mit. Ich habe die Truhen nicht mitgenommen, ne? Ah, ich habe was vergessen drüben. Naja. Kann man ja noch holen. Was nehmen wir denn noch mit runter? Irgendwie ist es auch immer so auf einmal so ruhig geworden, wenn nicht mehr viele Leute da sind. Ja. So. Ja gut, wir nehmen mal ein bisschen was mit runter. So. So. Dann gehen wir mal hier diesen. Das ist der Aufzug hier. Der Transportaufzug. Den haben wir auch gebaut. Richtig, so ist es. So ist es. Genau so ist es. Also. So, und hier haben wir nämlich den Transportschacht. Bei der Dingsstrecke. So. Wenn auch langsam, aber ich komme voran. Hier kann man Sand reinmachen und dann nach oben transportieren. Ui, hier ist wieder Kohle. Nehme ich mir da auf jeden Fall gleich auch mit. Hier haben wir auch noch, hier haben wir noch rote Steine, sehe ich gerade. Nehmen wir das mal mit. Können wir vielleicht gebrauchen. Und noch mal ein bisschen Redstone. So. Das ist erstmal so ein Weg, ein kleiner. Und hier ist dann Eisbahn. Die kann man richtig schön lang fahren. Hier ist ein Ausbau. Hier gibt es dann auch noch, wie gesagt, ich nehme das auch mal mit. Gerade mal. So. Die Axtuscher bei. Ist natürlich lustig, wenn man keinen Platz hat. Die Axt kommt hier rein. Aber denkst du, wir werden die ganze U-Bahn-Strecke mit unseren jetzigen Gold. Okay, Gold, bei dem Goldvorrat, da können wir es ja derzeit. Das weiß ich nicht. Eisenvorrat. So. Ich glaube nicht, dass wir da. Ich fahre mal verkehrt rum, weil hier kommt dann demnächst Eis in die Richtung. Das ist klar. Weiß ich, werden wir sehen. Es kommt nach und nach, kriegen wir das Zeug schon zusammen. So, dann fahren wir mit Vollspeed. Mal hier durch. Da hast du recht. So. Ist eigentlich neben der U-Bahn-Strecke die Eisbahn ganz ausgebaut oder auch noch nicht? Weiß ich nicht. Ups. Vor allem mit deinem Boot, hallo. Du hast mich gebremst, aber es war perfekt. Ja, aber ich hab dich gehört, schon so ganz leise, so die Ding vom Boot da. Okay. So ist die Arbeit. Und hier wird weiter ausgebaut. Oh, hier ist noch Kohle, hol ich mir gleich mal raus. Ich hab die Seelaternen vergessen. Da muss ich den gleich nochmal zurück. Naja, sagen wir mal so. Ja, so ungefähr. Ja, damit er auch schnell vorangeht. Das kann man so sagen. Aber. So, mach ich hier gleich mal zu, weil die Kohle ist raus. Das wird dann später eine schöne schnelle Strecke zu den nächsten Base. Ich habe nämlich eine zweite Base. Ich habe auch noch andere. Also wir können ja mal hier gerade ausbauen, aber ich muss die Seelaternen wiederholen. Das weiß ich, was ich vergessen habe. Ja, könnte ich vielleicht noch zum. Ich kann nämlich hier kein Licht ausbauen. Aber dann verbauen wir erstmal. Ja, kein Problem. Wenn wir hier rote Steine haben, verbauen wir sie. Ja, das war's schon mal. Das wird nämlich verbaut. So. Das da, nimm mal mit. Bloß das Dumme ist, hier unten drunter ist direkt offen. Also, hier unten ist so ein kleiner Raum. Ja, ist halt so. Ja. Wo ist der Raum?
Also unten ist halt so ein kleiner Freiraum. Hast du wieder Sela? Richtig, dabei, so ist es. Ja, mit 3000, ja. Oh ja, das könnte man machen. Das wäre eine geile Idee. Aber geil. Was? Hast du wieder Seelaternen dabei oder bist du voller Eis? Ich bin nicht voller Eis. Ich habe keine Seelaternen dabei. Tu erst mal ein bisschen mit Fackeln ausleuchten, nur zur Not. Okay. Ist leider so. Ich muss die gleich schauen, die sind im Eishaus. Okay. Die, wo ich vergessen habe. Ah, jetzt fahre ich hier schon rein. Ja, so. Du fällst wo rein? Ja, hier unten drinnen. Zeig mal, lass mal kurz offen, ich will mal sehen. Ja, da war Lava gerade, habe ich aber Eis abgedingst. Gut, gut. Sehr gut. So, das gibt nämlich die Eisbahn. Und in der Mitte kommen dann die Schienen. So, extra für Güterverkehr. Baue es mir hier direkt schon mal zu, damit ich hier auch nicht mehr rein will. Ja, ist ja auch richtig so. Ja. Und da arbeite ich gerade mal vor hier. Jetzt baue ich hier schon einen Block ab. Aber müssen wir ja. Dann holen wir die gleich. Wir können ja gerade mal hier schon mal verbauen, um Platz zu schaffen. Da muss ich gleich noch mal vor ein bisschen Glas mitnehmen. Aber Fackeln? So, habe ich auch keinen. Was habe ich denn da vergessen alles hier? Warum so das mal? Ja, ja. So, einmal das. Einfach mal so vergessen. Macht aber nichts. Und es geht wieder nach vorne auf der Wir Eichstraße. Können das ja hier ausbauen. Ist nicht schlimm. Ich mal vorbereiten. Und mein Boot ist weg. Geil. In der Wand geblieben. Oh, das Boot ist weg. Ja, ich bin in die Wand gefahren und hab's abgebaut und das Boot ist weg. Okay. Aber ich habe mir direkt ein neues gecraftet. Also achso, nein, das ist falsch. Die brauche ich. Oh ja. Okay. So. So. Von den roten Steinen, also von Granit haben wir ja wirklich nichts mehr. Ja, wir werden zwischendurch ernten müssen. Oder ich kaufe. Das wieder, das auch, ich kann auch kaufen zwischendurch, kein Problem. Wie teuer ist denn das? Kostet, ich habe Genussmärkte. Ich mach das dann. Ja, ich. Würde es nur mal interessieren. Ich weiß es nicht auswendig. Okay. Und zur Not erntet man hier zwischen euch auch. Du bist ja vorbeigehuscht, habe ich gesehen. Ja. Mit dem Boot. Ja. Das war ziemlich schnell, hat man hier nur gesehen. Ja. Dafür ist ja die Eisstraße, ne? Ja, ja, es ist aus seinem Sinn. Und da gibt es dann ein Rechtsverbot, denk dran. Noch ist es egal, weil dann gibt's, wird da noch extra Schild hingemacht. So, ich muss das mal, warte mal, bevor ich zurückfahre. Ja, hast du Truhen hier irgendwo? Wieso soll ich eine bauen? Bau mal hier ganz vorne eine Truhe, dann lade ich schon mal Zeug rein. Ja, ja. Ich sehe gerade, ich habe ja auch 60 Abonnenten jetzt. Danke, danke, danke. So, dann können wir hier alles mal hier reinmachen. Und die Säge bleibt hier. Die bauen wir nämlich so. Das Eis brauche ich noch selbst, aber muss ich mal gucken. So. Dann ins Boot einsteigen und fahren holen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, man ist genau. Also mit dem Boot ist man langsamer. Mit Blaueis ist man schneller. Richtig schnell. Und mit Packeis ist man ein bisschen langsamer. Ich glaube, und mit Wasser ist man. Ich weiß nicht, wie schnell Wasser ist. Das okay, da kann ich Ihnen damit nicht sagen. Mensch. Ich weiß, man kann auch berghoch fahren mit Wasser. Das kann ich dir gleich auch mal zeigen, weil ich ja nochmal dahin muss jetzt. Ist es hell? Oh, muss das. Ich hoffe mal. Ja. Wir hoffen mal. Da habe ich mich wohl gerade wieder ein bisschen verbaut gehabt, aber jetzt soll es wieder korrigiert sein. So. Dann stellen wir uns mal hier hin. Das ist nämlich der Parkplatz. Hier ist nämlich auch Eis. Oh, das ist der Bahnhof und sowas. Ist nämlich dann der Hauptbahnhof. So. Na, nicht hängen bleiben. So, ich muss langsam Gas geben und dann Vollgas.
und eben am besten rechts bleiben, wenn es möglich ist. Nur wenn es geht. Da ist. Na. Da mache ich hier mal zu, dass hier auch keine Mobs kommen können. So nicht. Ja, die Straße ist noch nicht so ganz fertig. Oh! Das ist schon. Hier muss man gucken, wie man. Ah, ich kann nicht mal vorwärts. Diese Ecke ist ein bisschen noch. Gucken. Hier kann man jetzt einfach Gas drüber. Hier muss man langsam machen. Und dann kann man ins Wasser. Ah, du hast ja wieder so okay. Ein Sägeding gestellt. Richtig. Das kann sein. Ich weiß nicht. Papa, geil, du holst gerade irgendwas, oder? Ja, ich bin unterwegs. Deswegen siehst du mich auch nicht. Was holst du denn? Seelaternen? Ja, die bei mir im Eishaus vergessen wurden. Ja. Kann ja mal passieren, ne? Schlimm ist es ja nicht. Ich muss gerade mal gucken. Koordinaten. 103? Nee. Minus 1000. Ah. Merkt ihr mal bei minus 1090. Warte. Ich schreibe es mir gerade mal auf. Das Eishaus. Warte. Was ist mit dem Eishaus? Bei minus 1090. Minus 1090, ja. Wieso? Weil vielleicht machst du dann einen Aufzug runter zur Eisbahn. Okay. Gut, dann muss ich da mal ganz kurz mit dem Boot hin. Ja. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht. Und man hört sich. Dann. So, hier wollte ich nämlich die Seelaterne. Minus 1090, okay. Warte. Minus 1090. Ja, minus 1090. Ich hab's aufgeschrieben. Ich bin da. Du bist da? Ja, bei minus 1090. Mach da mal eine Ecke raus und Fackeln hin. Wie eine Ecke? Ja, okay, warte. Aus der Wand. Dann komme ich gleich wieder runter. Ich bin wieder da. Ja. Ah, ja. Okay, hallo. Hallo. Ich habe mal mit einem 4 Fackeln markiert in so einem kleinen Eck. Ja, genau, weil dann werde ich nämlich mal was gucken. Da ist zwar Wasser, vielleicht kann man da nämlich einen Aufzug nach unten bauen. Ja, klar. Oh, Leute, hier ist sogar noch so eine Truppe hier. Ah, hier sind Seelaternen richtig viele drin. Hast du welche gefunden? Ja, da sind noch mega viele Stacks drin. Sehr gut, sehr gut. Dann nimm die mal mit, die brauchen wir. Ja. Ich geh mal was reparieren. Kann ich das andere noch mit? Nimm was. Oh Gott. Ah, doch, ich kann das ja so machen. Wo fahren wir hin? Da habe ich die ganze Truhe hier gelootet und fahre ich mal zurück. Ja. Oh Leute, da war direkt noch eine Truhe. Was haben wir denn das da? Ist das, ich muss gerade mal gucken. Isle, okay. Weiß ich nicht. Ach, deswegen im Schnee sieht das so. Zum U-Bahn-Hauptbahnhof da hinten, ne? Ach, den habe ich ja geholt. Den müsste ich eigentlich. Kann ich nicht, den nicht ins Boot setzen darf? Nee, kann ich nicht. Und dann entleere ich mich da mal gleich. Ich könnte theoretisch. So, ich war in die falsche Richtung. Ich werde noch ein bisschen Eis ernten gehen. Ich bin jetzt schon fast bei 2000, minus 2000 gewesen. Ja. Ah, jetzt muss ich nochmal umdrehen. Das Ding. Ja. Oh. Mein Gott, das muss da. Ah ja, so. Die Chunks müssen erstmal laden. LOL! Ich war gerade bei minus 700 und ich wurde einfach zu 1400 zurückgeschmissen. Ja, weil du zu schnell warst. Ja. Du musst immer mal ein bisschen bremsen, wenn du das merkst. Das merkt man manchmal, wenn die Chancen nicht laden. Ja. Aber geil. Hust. Ah, hier, da sehe ich. Das sind wir, ist wieder der Gang und da vorne ist Ende. Ja. Es gibt ja einmal Leute, die essen Cookies mit Milch, ne? Ja. So. Und dann gibt's mich, der Cookies mit Cola trinkt. Ja, ist doch ganz normal. Ja.
können wir doch machen, wenn man Bock drauf hat. Dann hätten wir doch nochmal gesagt. Ja, oh, 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 oh. Ja, ja, du hast das auch gesehen, oder was? Oder Ananas auf Pizza. Ja, aber wieso? Salami und Nutella schmeckt doch bestimmt safe geil. Ey, da steht ja mit Papagei und bin Chris. Ich bin doch auch dabei, Papagei. Ja, wir haben es halt jetzt wirklich, weil du ja zwischendurch auch weg warst. Und ich habe es dann halt so von gestern übernommen, so ein bisschen. Macht dir nichts. Hallo, ich will. Soll ich dich mit eintragen? Kann ich auch machen. Das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. Welches Klassenbuch? Oh mein Gott, Digga, ich hab früher so viele bekommen, ne? Bei uns gab's das immer, nicht. Gab, und gibt's immer noch nicht. Wir haben, das gab's, es gab keinen Eintrag ins Klassenbuch, sondern es gab ein Klassenratbuch. Okay. Da war da so ein Mädchen, was mich überhaupt nicht mochte. Auf einmal hat sie jeden Tag, weil sie mich einfach nicht mochte, einfach reingeschrieben. Delane, hat das zum Beispiel reingeschrieben, Delane nervt, ich bekomme Kopfschmerzen von ihm. Auf einmal holt mich der Lehrer ran. Oh, geil. Der Lehrer ran und sagt, hier gibt's viel Eis. Was hast du gemacht, damit sie Kopfschmerzen bekommt? Ich dachte mir so, Digga. Oh, willst du mich verarschen? Du willst schon mal wieder die Sela-Term blazen, ne? Ja, kannst du schon mal setzen, aber bitte richtig, du hast, weißt ja wie. Ja, und wenn nicht, ich habe Behutsamkeit dabei. Richtig, das wäre schon mal wichtig, weil manche, genau. So. Guck, jetzt habe ich eigentlich falsch gebaut, Behutsamkeit raus. Sehr gut, sehr gut. Wie viel hat die noch Reparatur? Noch ein bisschen. Ich ende gerade noch ein bisschen Eis. Ich möchte das auch in den Titel. Was nochmal? Alles gut. Ich will gerade noch so sagen, nee, ich will trotzdem den Titel. Was nochmal? Alles gut. Alles gut. Nein, ich komme gleich wieder. Okay. Ich schreib dich mit rein. Für die Zeit, wo er weg ist, gleich wieder ausreiben. Na gut, die ganzen 10 Sternen sind. Der ist nämlich auch mit dabei, da müssen wir das gerade nochmal eintragen. So. Ich habe noch 1, 2, 3, 4. So, ich hab nur gerade was eingetragen. 36 an Zählaternen. Okay. Ja, 5, 6, ja, ich weiß. Haben wir gebracht bekommen. Und wie noch ein bisschen. Oh, ich muss gleich mal wieder drüber auffahren. No. Hey, Eismann. Da ist noch Eis. So, dann fahren wir mal ein bisschen. Hier können wir auch noch ein bisschen ernten. Wieder Eis haben gegangen oder? Ja, da ein bisschen gerade Eis mitnehmen, was geht. Ja, okay. Bis das Inventar wieder voll ist, ne? Nee, bis die Spitzhacke fast am Arsch ist. Okay. Die ist nämlich halb kaputt. Hat die kein Reparatur drauf? Doch, ich muss die nur reparieren gleich. So. Dann ist das natürlich was anderes, ne? So, da müssen wir sie mal reparieren, würde ich mal sagen, weil die ist nicht kaputt. 105 geht noch. Könnte ja Deck oder so mal vorne reinlegen oder ein okay. Damit man vorne auch Seelaternen hat, falls man die braucht, keine Ahnung. Ja, die brauchen wir eh erstmal unten. Ja. Ja, ich meine vorne bei diesen Runde rein. Da sind noch 4 Prismarinscheiben. Wer hat denn da wohl wieder eine kaputt gemacht, Mensch? Das war ich. Weil ich außerdem falsche Axt genommen habe. Ich fahr mal lieber raus hier. Okay. Wer will. Oh, ich werde angegriffen. Wunderbar. Er freut sich, weil er angegriffen wird. Auch geil. Ja, ich freue mich, wenn die Viecher angreifen. Weil die brennen schön und stürzen dann ab. Ich weiß nicht, warum die brennen. Habe ich keine Ahnung. Warte, Flobi, bist du noch da? Ich glaube nicht. Er ist ganz AFK. Ich muss erstmal mich heilen. So. Gut. Ui. Luftangriff. Ah,
Ich fahre hier schon wieder hoch. Hauptsache keine Bomben. Tja. Stürzen sie ab, sage ich dazu. Sie stürzen freiwillig ab. Ich weiß nicht, aber Eis, das will ich haben. Ich weiß nicht, ob ich die Bombe da hochgehen lassen soll. Nein, machen wir nicht. Gucken, ob hier was war. Tja. Entschuldigung. Ja, Gesundheit. Danke. Spinne. Ja, dann kann man ja fahren. Alter. Jetzt habe ich die Steine nicht dabei. Oh nein, ich hänge vor dem Zombie. Bremsen, 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 jawohl. Dann halt nett und bremsen, bremsen. Es ist Eisbahn, da muss man mit Speed fahren. Habe ich in der Kurve. Also, nochmal hier raus fahren. Ah, am Gras hängt, das muss ich noch ändern alles. Halt. Erstmal die hohle Seite. Du bleibst da, wo du bist und mitnehmen. Zack. Abschalten. Zack. Und schnell runter. Und das war's. Vor irgendwas da hochgeht. Das ist nämlich gefährlich, weil direkt das Lager da ist. So, dann haben wir noch mal ein bisschen Eis dabei. Da ist nichts drin. Wie viel Eis haben wir hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danke. Prost. Wunderschönen Danke. Ich stream halt einfach, aber okay, danke. Auf was denn? YouTube immer oder? Noch. Ja. Wie heißt du denn? Bin Chris, oder? Ja, und bei mir Zitronen-Papagei. Also ich heiße anders. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fällt noch ein bisschen. Schreiben wir aber mit. Den kann ich eigentlich anmachen. Stimmt, Autoklicker. Ich hatte den noch vorhin wegen was anderes offen. Ja, hast du dich mal gezeigt? Oder eher weniger? Nee. Ach, bist du gar nicht das TV mit den 15.000 Aufrufen? So. Weil jemand, der heißt Chris TV und der hat sich gezeigt, da ist mein neues Streaming-Setup aus Facecam. Ach so, ja, habe ich gesehen. Nee, da bin ich nicht. Du wärst das... Mit was nimmst du aus? Mit OBS? Ja, klar. Oh. Mit was denn sonst? Mensch. Jute dich. Ich hab grad 3 Zuschauer. Ja, guten Tag, 2, hallo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine Reihe Blaueis haben wir schon mal. Gefällt mir das schon. So. Dann können wir wieder ein bisschen Eisbahn bauen. Aber nur ein bisschen. Wolltest du mir nicht noch hier Ding wegen irgendwo jetzt wegen Creeper Games noch was geben? Können wir doch. Sophie? Ja, das ist das Eisen da drin. Wolltest du mir nicht wegen Creeper Games noch irgendwas geben? Nee, wollte ich nicht. Ja, genau. Was wolltest du mir geben? Keine Ahnung was. Ein Button. Ja. Ich spaß diesen Legendenrang, wusste mir, glaube ich. Aber egal. Egal. Da Herr Wendler wieder. So. Ich ziehe mal das dann aus. Kaufe was mit Marken ist. Nee, ich verkaufe erstmal. Wir haben hier die schönen kann Dorf. Ich kann mal ganz kurz auf Discord anschreiben. Was letzten Dorfer. So. War schon, dass du dich muten könntest. Tut dich gleich, ne?
Jetzt habe ich vergessen, bei dir ein Abo zu lassen. Was? Ich habe nicht vergessen, ein Abo da zu lassen. So, wir nehmen die Axt in die Hand. Ist ja, oh, Papagei, was ist denn da Schönes? Wo? Ja, du hast doch gerade was gegessen, oder nicht? Nein. Er hat eine Wahnvorstellung. Warte mal, da hast du doch irgendwas im Mund genommen. Nein. Kommt doch, auf was, ne? Ja. Hä? Guck, da hast du was im Mund genommen. Nein, habe ich nicht. Nein, Junge. Oh, er denkt wieder anders. Das würde man hören. Aber wenn du dann sagst, so, das ja, würde man hören, Alter. Deine Mund genommen? Was hast du denn in den Mund genommen? Das würde man hören. Was würde man denn hören? Ja, warte mal, ich spende jetzt mal die Kronheit, Papagei. Ich spende dir kurz was, okay? Ja. Siehst du das denn, oder? Also ein Abo sehe ich theoretisch, aber es ist alles kleingeschrieben, ich sehe es nicht richtig. Und Spende könnte man vielleicht auch sehen. Eine Spende bitte. Aber ich sehe das erst nach innen. Top-Spender? Was nochmal? Wir haben ja schon welche gespendet. Es waren auch welche schon da, ja. Unter anderem der Zitronenhals. Benutzername Garkulum. Was haben wir denn jetzt für ein Problem? Ich wollte noch Steine holen. Steine. So, Flobby, connect with Twitch. So. Steinchen für Steinchen. Okay. Jetzt habe ich Blaueis dabei. Das hätte ich in die Kiste tun müssen, oder? 20 Euro easy. Deine Nachricht am Streamer. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben 1 Euro gewonnen und dann so 300. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Jackpot erreicht. Verbraucht. Sie haben etwas im Mund. Also manchmal hast du wirklich einen Autismus-Kick, oder? Nee. Doch. Ja, komm her. Dich brauche ich. Immer wieder Steine los. So ist es. Und jetzt lass mal die Katze da drin. Oh. Papagei, du hast was ganz Schlimmes gemacht. Was denn? Du musst unbedingt bei deiner Beschreibung diesen Tippestream-Link rausnehmen, also Streamlabs-Link. Weil da ist ein Code drin, da kann man auf deinen Tippestream-Daten zugreifen. Siehst du den? Ja. Bei mir müsste es nicht sein. Hä? Okay. Wenn ich jetzt nämlich da draufklicke, ist da nämlich der Code. Warte mal, ich schicke dir den mal. Das müssen mal große YouTuber machen. Das einfach da so drin lassen. Der Code steht da. Gamma also HD. Ungefähr, hallo, mal, ich grüße dich. Was nochmal? Das ist der Code. Warte, und dann halt den Code dahinter. Ich hab das nämlich gerade rausgebiet und gelöscht, aus Versehen. Okay, ja, ich kann das nach dem Stream mal gucken. Ich muss da mal gucken dann. Ja. Ja, unbedingt, weil es könnte auch einfach so ein Garkulum kommen und der andere mit deinem Stream einfach weghacken. Ja. Garkulum, so ein Du. Ah, jetzt bin ich verwagt, fuck. Fuck, darf man nicht sagen. So, was wollten wir denn jetzt? Er hat das. Steine kaufen. Dennis und Papa ist live. Wer ist live? Dennis und Papa. Weiß ich, ja.
so. Was wollte ich denn jetzt? Die Steine. Bei denen hier kann man doch Steine kaufen noch. Lobby. Ja? Was streamen denn die so? Zack. Minecraft live. Oh, okay. Soll ich auch gerade irgendwas noch machen? Genau, Papagei, wann kommst denn du wieder? Wann ich wieder komme? Ja, wann? Wann? Oh je. Zeit kann ich gerade in der Mitte noch nicht sagen. Ich bringe aber Steine mit. Okay. Aber wieso geht das denn? Ist das hier raus? So, das haben wir auch schon mal. Ja, guck, da funktioniert es. Fischer? Nee, der andere kann noch Steine kaufen. Da können wir auch noch Steine kaufen. Diese Lyrik. Ah, die nehmen mal die Schaufel, weil die muss ich auch mal rüber, wenn sie nicht gerade. Zack. Zack. Brauner Keramik. Was ist das? Quarz nehmen wir nochmal mit. Quarzsäulen brauchen wir vielleicht auch. Ja, so bringen wir unser Zeug. Dann können wir gleich mal wieder weiterbauen hier, ne? Ah, das brauchen wir sowieso zuerst. Quarzsäulen kaufen. Zack. Zack. Dann brauchen wir hier noch. Ist da zwei drin? Nee. Zack. Ach komm schon, Boin. Zack. Danke. Zack. So. Also dein Tunnel hier wird geil. Ja, ich bring neue Steine mit. Jo. Dioride und Andesite. Kannst du mir dann gleich helfen? Ja. Ich muss auch wieder Eis haben, sonst kriegen wir die Stadt dann fertig. Wir haben einmal 64 Blaueis. Die werde ich jetzt erst verlegen gehen. Wo, oh, bei der Eisbahn draußen oder? Unten. Draußen, das unten dauert. Hä, ist die immer noch nicht fertig hier unten? Nee, genau deswegen. Cool. Aber bis um die 2000 Blöcke ist sie schon hinter. Kann sein. Also bis minus 2000 bin ich vorhin gekommen. War ich aus Versehen falsch. Und Speed, bin. Speed. Jetzt fahren wir mal Speed hier lang. Na, ich oh, hallo, da war ein Papagei. Ein wildes Papagei. Hast du noch genug Steine? Ja, schon. Gut. Ey, ihr müsst aufpassen. Das geht schnell. Oh. Und einmal wenden bitte. Und die nächste Strecke weiter. Immer ein bisschen langsamer. Ja, bremsen oder runterschwimmen. Dann hier mal Blaueis. So, dann gehen wir mal hier drin hin. Und bauen da auch noch aus. Haben wir eigentlich die Korallen mit Behutsamkeit Spitzhacke abbauen? Ja. Okay. Da hinten ist irgendwo Blaueis, aber ich weiß nicht wie weit. Ich kann da gerade mal gucken. Du bist 6, wir noch davon brauchen, sehr wahrscheinlich. Mehr als ein Stick auf jeden Fall. Eine kleine Schildkrötenfarm. Okay. Ja, das können wir, machen wir dann in Ruhe. Erstmal die Eisstrecke kommt. Ja, damit wir diese Ruhe okay. Von da sehe ich Eis und da sehe ich Eis. Also wir brauchen vielleicht noch 3 komplette Stacks oder 4 komplette. Von was? Wenn ich in der Mitte stehe, sehe ich 2x Eis. Okay. Das ist schon mal Fakt. Ja. Fahren wir gerade drüben hin. Warte mal, ich kann hier auch mal gucken, was wir hier noch haben. Das. Aber ich fahre mal gerade drüben. In Richtung anderes Dorf.
Aber da haben wir, glaube ich, nichts mehr an Eis, ne? Meine ich. Aber gut, das sieht man ja. Ja, okay. Dann weiß ich schon mal, wo ich in der Mitte stehe. Oh, das nehmen wir. Eisen nehmen wir sowieso gerade mal mit. Das bleibt drin, so. Von hier aus geht's weiter auf die Straße. Oh, ich habe gerade irgendwie einen Enderman gehört. Okay. Der irgendwie Schaden oder so bekommen hat. Okay. Lol, schau mal, was Vogelkiller geschrieben hat. Ja, keine Ahnung. Wie schnell. Ich glaube, der hat gerade irgendwie einen Unfall gebaut, weil da was gecreeft worden ist. Ja. So geht das ja. Und zack, sind wir an den nächsten Bahnsteig. Dann gehen wir aber auch mal auf die. Ja. 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 Ach, hier habe ich das so gemacht. Stimmt, guck, hier habe ich das so gemacht. Und drüben habe ich es anders gemacht, ein bisschen. Das ist aber nicht schlimm. Tobi, kann uns gerade schnell mal nicht. Machen wir gerade mal Licht hier. Hier wollte ich so Licht machen. So, haben wir noch Lichtfaktor? Da. Ja, gefahren bin. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Dann kann ich hier auch den Rand theoretisch schon mal. Es gibt noch nicht. Aber so sieht das Ganze aus. Schon mal. Hier kommt Güterverkehr. Deswegen ging jetzt schon mal. Provisorisch schon mal nicht hin. Bist du schon beim Icing weiterbauen? Ich habe das schon verbaut. Und habe noch ein bisschen anderes verbaut. So, jetzt geht's hier, weil hier sind nämlich Minen auch. Extra viele Minen. Ja, wie? Was nochmal? Hast du da Blaueis verbaut oder wie? Ja. Ein Stack aber nur ein Stack. Es fehlen noch 4 Stacks. So. Bist du noch da? Ich bin jetzt in der anderen Base gerade. Oh, hier ist diese Kurve. Warum haben wir da eigentlich kein Eis bei der Kurve? Wo? Ja, hier ist diese eine blöde Kurve. Achso, dann geht's dann weiter mit Eis. Hat schon seinen Grund, damit du auch bremst. Sonst fährst du in die Wand voll rein. Ja. Musste ich leider so machen. Hier ist dann das Ende der Eisbahn hier. So, hier haben wir nämlich unsere nächste Base. Und hier haben wir noch eigentlich Kohle ohne Ende. Ja, so viel war auch hier drin. Ich komme mal rüber zur Base, ne? Ich komme gleich wieder rüber. Ja, ist die weit entfernt von hier, wenn es da hinreinzieht? Ja, es dauert schon. Ich komme wieder rüber gleich. Okay, dann fahre ich doch rüber. Ja. Buddel du weiter aus, ganz wichtig. Dann kommen wir auch wirklich voran. So. Ja. Kohle weg, wir haben noch Eisen. Alteisen ist hier drinne. Hier haben wir das, hier haben wir das. So, ja, genau, hier. Ist sogar eine Schatzkarte drin in der Truhe. Ich weiß. Nehme ich mal mit und tue es nach vorne. Ja, kannst du machen. Was brauchen wir noch an Steinen? Was? Was brauchen wir noch an Steinen, alle? Ja, kannst du mal mitbringen. Ich bring wieder mal noch ein paar Steine hier mit. Vor allem nehmen hier an, das zieht dieses Graue da, das brauchen wir. Ja, bring ich auch mit, das ist am anderen Lager viel, aber ich bring ja auch schon mal was mit. Kein Problem. Smarty. Machen wir das denn oben, ne? Oder habe ich die hier rein? Hier haben wir 16 davon. Hier haben wir das, hier haben wir. Packeis haben wir ja noch. Blaueis leer. Packeis. Hört sich gut an. Das ist das Häuschen hier. Das so. Hier geht es in den Dachboden rein. Gibt es noch nicht viel zu sehen, aber hier gibt es die Korallen zu sehen. Deswegen sind wir hier. Und nicht nur Korallen. Deswegen haben wir hier die zweite Base auch schon mal. Saftblau, geil. Hier haben wir Ersatzdings. Ich würde mal sagen, wir fahren mal. Oh, die Schatzkarte, die tue ich hier. Hier haben wir noch Glas. Gut. Das brauchen wir auch noch. Das heißt, warte mal, was anderes da.
Eins und zwei. Lass mal da. Vielleicht noch mal vorne. Zack, zack. Das nehmen wir mit. So, ich komme jetzt auch wieder. Okay, baust du damit? Müssen wir ja wohl. Ich habe das Eis schon mal verbaut. Wir müssen ja vorankommen. Und Eis für durch Enten ist gar nicht verkehrt, da hat mir die Eisstrecke schon mal fertig ging auch. Ja. Redstone. Ja gut, das, ich weiß ja, wo es war. Dann fahren wir mal zurück. Hier ist noch Gold. Redstone. Schienen. Die werden sowieso nicht lang. Ich habe schon so viele Schienen verbaut, oder was? Ton. Feuersteine. Ja, so ist das. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Und hier haben wir eigentlich, ich guck mal hier, da haben wir schon mal zwei Dinge eingezeigt. Die haben wir nämlich gefangen. Und hier drüben. Spot nämlich auch nichts. Aus dem Ding. Keine Ahnung warum. Das ist halt so. Aber gut, dann gehen wir wieder runter. Weil wir müssen ja nicht mehr von oben lang fahren. Jetzt haben wir nämlich kürzer. Die Fahrzeit verkürzt sich. Auf jeden Fall. Wenn wir oben lang fahren würden, würde es länger dauern. Geht auch, aber wir müssen übers Land. Und hier verkürzt sich die Fahrzeit. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Zeug drin. Ja. Fahren wir wieder Mais. So, was haben wir denn hier noch in der Tour? Ah ja, nochmal von dem Zeug. Ja, okay. Wir könnten eigentlich hier die Quarzsäulen lassen wir mal hier. Eisen. Hast du nochmal? Was nochmal? Hier habe ich nochmal Eisen. Sehr gut. Alteisen immer her damit. So. Und dann fahren wir mal wieder auf. Mit Gas. So. Auf geht's. Hier haben wir schon etwas gut verbaut. Gott sei Dank. Also die Fahrzeit verkürzt. Hallo, Gamer, ich grüße dich. Was nochmal? Ich habe gerade einen Zuschauer gegrüßt. Sehr gut. Ja. Moin, moin, ne? Gamer HD. Oh, wie weit sind wir gesprungen? Was schätze ich, wie viele Blöcke? Oh, zählen wir doch gerade mal. Würde mich mal interessieren. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, okay, 17, ja, 18, Redstone. 19, 20, 21, 23 Blöcke sind wir gesprungen. Ich habe gerade einen Sprung gemacht mit 23 Blöcken. Okay, lol. Ja, so ungefähr. Da stand das Boot dann. Okay. Muss man ja auch mal wissen. Ja, klar. Also 4, 5 Stacks werden wir, glaube ich, noch brauchen. Ist meine Vermutung. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Werden wir sehen. Dann sind wir gleich wieder da und können dann gleich weiter düsen. Und so düsen in Saus. Bist du schon bei mir vorbeigefahren, oder? Nein, 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 nein. Das wirst du doch hören, oder? Keine Ahnung. Oh, das Boot wollte abhauen. Der hätte schon ein Problem. Bremsen. Du hast denn gerade ein Boot ab oder was? Wollte. Okay, lol. Immer diesen bösen Boote. Jetzt einfach hier Gas, Gas, Gas. Ja, ich kann noch ein bisschen Gas geben. Oh, ist hier viel Arbeit. Mal gucken, wann das Ziel erreicht wird. Ah, oh, hallo. Ah, jetzt. Ja. Was ist das? Ist deine Fackel liegen geblieben? Ja, guten Morgen, guten Abend oder auch ein guten Morgen. So, neue Steine sind da.
Okay. Plus einmal Klass. Ja, Klass habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen ausbauen. So. Können wir da noch ein bisschen ausbauen. Achso, das war schon was wir nehmen wollen. In die Siede, in die Siede. 1, 2, 3, 4. Das brauchen wir für die Decke. Das macht nichts. Wenn es am Bahnhof dann anders da aussieht, ist es nämlich auch nicht schlimm. Moin Meister, ja, ich grüße dich. Irgendjemand, herzlich willkommen. Wir sind hier an der Eisstrecke ausbauen. Und sind schon ein bisschen vorangekommen. Oder wie das heißt. Ja, musst du hier fertig werden, oder? Na klar. So, dann können wir hier. Behutsamkeit. Ganz kurz ja. Das Behutsamkeitsding rausholen. Denn ich hatte mich da verbaut. Oder? Ja. Ich brauche ganz kurz die Behutsamkeitsding. Was brauchst du? Meine Behutsamkeit. Ach so, ja. So, dann bauen wir nämlich hier mal weiter mit der Bahnstrecke. Oh, okay, hier haben wir eine Truhe, das ist gut, kann ich mich einmal entleeren. Ja, so. Ja, ich habe mich hier so ein bisschen noch davon da lassen. Brauche nämlich jetzt polierten Diorit. So. So. Ey, Papagei? Ja. Bist du mal mit einem AP50 gefahren? Ja. Das ist eine... Als wenn. Ich habe eine eigene, ja. Ehrlich? Ja. Ab wie vielen Jahren darf man die fahren? Ab 16 oder 15, wenn du Prüfbescheinigung brauchst, du glaube ich, nur ab 15. Führerschein. Ja, dann kannst du so ein Ding fahren. Weggedrosselt, hast drei Gänge nur und fährst. Ja, ich habe nämlich meinen bald schon fertig. Ich muss nur noch ein bisschen lernen. Mein Vater zusammen und dann bauen wir zusammen ein Moped. Also ich habe schon ein Moped, aber dann bauen wir unser. Wie alt bist du? Ich bin 14. Als ob man da schon den Führerschein machen kann, kann ja auch bald. Ich wohne in Dänemark, also in Dänemark darf man schon ab 13 eigentlich. Ach so, 13 ja. Also da gilt es, das Gesetz, kennt ihr diese E-Roller? Ja. E-Roller darf man ab 12 plus fahren, also über 12 halt. Und ich bin schon 14. Also bei denen ist es halt ein bisschen anders, da ist es 2 Jahre Unterschied. Zum Beispiel ab 16 darf man auch schon, ab 18 darf man Auto fahren, ab... Ja, ist in Deutschland aus. 16, glaube ich, Roller, Moped und AP50, weiß ich nicht. Ist also könnte ich dir theoretisch auch schon so einen Führerschein machen für einen AP. AP, okay. Ich meine auch. Ich gucke mir gerade dein Video an. AP50 fahren, Hashtag AP. 6, bei Regen. Ja, wie viel Aufruf hat? 2000. 20.000. Ich habe doch gesagt, 22.000. 22.000, okay. Ich hab 2000 verstanden. Oh ne, ich hab mich jetzt wirklich nicht um einen Block verbaut hier wieder. Warum nimmst du das auf? Ja, weil es Spaß macht. Will ich hier nichts auch wieder machen. Ich finde das cool, so anderen Leuten zuzugucken, wie die so im Verkehr fahren oder so. Oder ja. Road Range. Ich habe auch so eine Art mal vorgestellt. Arbeitest du da auch irgendwie, oder? Ich oder was? Ja. Im Moment nicht krankgeschrieben. Wie die auch Leute so von der Seite auch zuwinken, ne? Und du auch denen zuwinkst. Ja. Hallo, ich bin's der Papa. Dieses Fahrzeug ist Kult. Jeder will es haben. Ist halt so. Ist halt ein Einmannfahrzeug. Es gibt auch eine große. Da kannst du zwei Männer oder zwei Leute mitfahren lassen. Echt? Aber Und wenn du ganz kriminell bist, hinten noch. Oder auf dem Dach. Also, Kofferraum ist viel Platz.
Da passen das bestimmt 20 Leute rein. Bist du von zu Hause losgefahren? Weiß ich nicht. Musst du mal gucken. Adresse wurde geleakt. Richtig. Guck mal, ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Guck mal, Papagei ist schon echt erwachsen. Fährt Auto. Ja, er ist schon echt erwachsen, fährt Auto und zockt noch Minecraft. Checkt es nicht. Ja, der Vogel ist auch erwachsen und spielt Minecraft. Und er ist älter. Ja. Genauso wie Herr und Meister. Ich weiß nicht, dass es irgendwie verschämt oder so ist. Es ist einfach nur so bemerkenswert. So, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß ja. Auch Herr und Meister spielt auch noch Minecraft teilweise. Ja. Die haben ja auch ein Sozial. Das ist ja hier. Die Leute, wo hier sind, sind meistens älter als ihr, deswegen. Ja, das glaube ich. Wie alt bist du, bin Chris? Ich 13. Okay. Katzenfleisch, genau, Zwergi, du hast es erraten. Katzenfleisch. Ey, Zwergi, guck mal. Was hast du denn mit deiner Brille? Du machst ja immer hier Brille oder so. Und wir rutschen die immer runter. Ja, da ist eine Schraube locker und sowas. Ich muss ja, aber irgendwie immer neu. Du sie wirklich verkaufen, nicht nee, Spaß. Das kam auch vor. Da wurde schon Gebote abgegeben. Ja. Ja. Videos, alle Wiedergaben, Upload, ja, ältester. So, Upload. Was? Alle Videos sortieren nach ältester. So. Genau, wir müssen mein Papageis erstes Video anschauen. Ja, will ich gucken, will ich jetzt auch gucken. Sortieren. Ältest zuerst. Der ist ja 12. Lagerfeuerlied. Wie Lagerfeuerlied? Alter, wie sahst du denn da aus vor 5 Jahren? Soll ich mir auch anschauen. Was? Ja, er hat aber gar keine Haare auf dem Kopf. Hä? Natürlich. Also, das schaue ich mir jetzt gleich auch mal an. Haarflash, genau. Haarflash. Ach du Scheiße, Papagei. Was denn? Papagei, das guckt euch das mal auf. An. Ey, ja, guck dir das. Alter. Warte, ich muss ganz kurz hier. Oh, Alter. Erstmal. Muss ich. Damit ihr Zuschauer das aussehen könnt, das auf mein zweiten Bildchen raufziehen. Erstmal hier Stream von Pascal liken und Moin reinschreiben. Und am Lagerfeuer, Alter. Alter, warte, aber wollen wir Watch Together machen? Ich schau nur ganz kurz gerade beim Papagei jetzt das an. Ich will das jetzt wirklich. Hör mir das jetzt an. Was ist denn das Video von Papagei? Alter, das kann ich mir nicht geben. Also, echt mal Daumen hoch, aber trotzdem. Ja, so Akkordeon mit Handschuhen, Gitarre mit Handschuhen. Ja, das haben wir extra gemacht. Und jetzt die Drohne angefangen. Warum? Uploads. Warte, hallo, Chris. Ich grüße dich. Der Heikenball Geld. Okay, das ist Video. Das ist geil. Hier. Älteste schaue ich mir. Ich. Sein erstes Video. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das war nur noch nicht das erste. Das allererste Video war woanders auf einem anderen Kanal. Lagerfeuerlied. Abbrechen. Oder was ist Analyse zur Zahlungsunfähigkeit? Was ist das? Herr Papagei, da sahst du noch voll fit aus. Jetzt hast du irgendwie mega den langen Bart. Ja, ich hab halt ab und zu mal einen Bart. Ja, das kommt jetzt durch den Virus auch und sowas. Ist halt so. Ah, da. Hier, Zahlungsunfähigkeit Griechenland 2015. Hier. Und wieder Papagei und Zitronei. Alter Junge, er sah halt einfach aus wie mein Papa. Heute geht's um Athen, Griechenland. Oh, jetzt haben wir hier dunkel. Wie alt bist du, Papagei? Was schätzen? 30, 40? Ja, kommt schon hin. Da, ja. Du hast keine so genau, okay. Vor 3 Jahren hier, Survival Mega Projekt. Hast du vor 3 Jahren angefangen? Das kann sein, ja. Wie Papagei, Alter Papagei, du bist. Das war so geil. Deine ersten Videos, die waren geil, die sind Legende. Alter, das erste Video ist oder echt das geil. Das habe ich sogar schon geliked, das lag. Das ist geil, ja. Aber du musst dir mal angucken, hier StarCraft. Ja, das gegen Phase Oase. Er springt 11 Sekunden lang nichts. Und jetzt hören wir das. Ist halt ehrlich so. Lagerfeuerlied. Okay. Papagei und Zitrone. Jetzt komm mal so zählen. Hört mal. Oh, ich muss erstmal leiser machen. Der Papagei, okay, das sieht man nicht. Alter, das.
Er redet ehrlich 10 Sekunden nichts, bereitet sich vor, auf einmal so nach 5 Minuten. Hallo. Sie sind bereit, sie hören jetzt ein Lagerfeuerlied. Aber, oder was? Da hattest, du halt, da hattest du halt wirklich fast keine Haare, so. Im Gegensatz zu jetzt ist er so ein Mammut, Alter. Und was hast du hier noch für ein Video? Das EZB Merzel-Konzert. Er hat ein Video gemacht. Oh mein Gott, warte mal. Fidget Spinner. Eine Million km/h. Cool. Ey, er hat ein Video gemacht. Fidget Spinner. 1 Million km/h. Hier sind wir jetzt Wohnheim und Papagei. EZB Frankfurt, ja genau. Was war da? Was hast du gemacht, Papagei? Du hast einfach ein normales Papagei, das musst du mir erklären. Du hast einen ganz normalen Fidget Spinner gedreht und schreibst in den Titel, er ist 1 Million km/h schnell. Habe ich schon mal gemacht, auch Spaß. Ja, Alter, wahrscheinlich. Deine ersten Videos, die sind einfach nur Legende. So. Alter, das ist einfach nur Legende. Wie ihr seht, er ist sehr, sehr schnell. So 10 Millionen Kamera. Ich bin da. 1 Million Kamera. Aber geil spielt Agario. Big Rigs, hast du da irgendwas mit Lego gemacht? Ja. Eine Montage, Alter, oder was das ist? Nee, das ist so ein Spiel. Lego. Da kannst du Auto fahren, alles. Habe ich öfters gemacht, auch mit Dennis und Papa. Kann man das auch zu zweit spielen, Papa? Ja, auch zu viert oder zu fünf. Als ob du eine Dampflok aufnimmst. Wollen wir das mal aufnehmen für mich? Was? Wie heißt das Spiel? Kostet das Geld? Kriegst bei Steam. Musst du mal gucken. Kostet das Geld? Du hast ja, aber ich glaube nicht viel. Musst du mal gucken. 30er von außen aufgenommen. Aber warte, Big Kriegs. Was? So. Ey, Papagei, bist bester Fotograf, Dampflok 38 von außen. Ja. Ja. Das war in Hanau, Dampflok. Okay. Da ist ein Museum. Ja. Papagei ist der beste YouTuber. Das Lagerfeuerlied. Ja, am Lagerfeuer, was Sponsor gesungen hat. Oh mein Gott, ey, ich schick euch mal ein Video. Ey, Chris, du musst dir das angucken, lass dich weg. Guck dir das an, bitte. Guck dir das an, wie er aussieht. Er sieht aus wie ein echter Papagei. Warte. Ja, doch, das kenn ich schon, Ich muss es wieder umstellen, so, und jetzt sind wir wieder in Minecraft. Aber trotzdem, die Videos sind einfach nur Legende, Papagei. Lol, Digga, wie viele Videos hast du denn gemacht? Och, über 600. Steigend. Apelfahren 500. Oder beide die gleichen Thumbnails, bloß weißt nur, dass da ein... Ey, da stand Apelfahren 1000 km/h. Nein, ja. Das stand nicht. Doch, das stand halt wirklich da. Ich hab's auch gerade vor mir. Ja, im Titel da. Hä? Ah, Digga, was? Was hast du da gemacht? Was für Clickbait? Hä? Ja, der junge Papagei, der musste das sagen. Ja, ich glaube, der wusste gar nicht so richtig, was das war. Digga, neben einem Video der Sommerpapagei richtig. Jetzt sieht man ihn fast gar nicht in der Facecam. Echt? Aber damals, warum hattest du ein... Da hattest du einfach gar keinen Bart und auch fast gar keine Haare. Papagei, kannst du deine Facecam nicht so machen, dass es halt mehr beleuchtet ist? Und dass man dich auch mehr sieht? Ja, wenn das... Ich habe ihn im Moment nicht so beleuchtet, richtig. Ja, aber dann passiert wieder ein Unfall, dass man über den Stuhl fliegt. Was? Ich habe hier eine Einwattbirne drin. Es gibt auch Minecraft Royal, habe ich auch gemacht, ne? Eine Einwattbirne. Es gibt auch Minecraft Royal, habe ich auch irgendwas gemacht. Wusstest du, wenn man Abbefahren eingibt oben, dann kommt als allererstes sein Video, Abbefahren? Nein, wenn du Ape 50 Fahren eingibst, ich bin zwar schon weit oben mit Ape, aber ich bin nicht der Erste. Doch bist du. Bei mir steht, wenn ich oben Ape 50 Fahren eingib... Und mein Boot ist weg. Okay. Das kann durch das eine Video sein, ja?
Das ja. ist dieses eine, was 21.000 Aufrufe hat. Ja, das kann schon sein, ja. Es gibt noch ein anderes Video, das hat 31.000 Aufrufe, also bist du schon sehr nah dran. Ich Dann weiß, das ist geil, ja. Hä? Kein Wunder. Ja, die Ape ist halt Kult, die will jeder sehen. Und ich muss wieder Videos machen. Ja. Wo bist du gerade? Ja, nur ich gehe mich, küsse dich. Ich bin gerade hier Eisbahn weiterbauen. Okay. Und da gibt es auch ein Video Minecraft Real, okay. wo ich auch Minecraft draußen gemacht habe. Oh Mann, oh. Setz euch zu, Papa, Guys, in das Lager. Ja, genau. Ich lass hier mal vorerst hier rein. So. Sieht ja schon mal gut aus. Bobby, kein Autismusanfall. Und Block. Sagt mir gerade nichts. Hast du eine Piaggio AP50 oder hat es eine ganz normale? Das ist von Piaggio. Achso. Das ist eine normale. Außen hell oder dunkel? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, bei mir ist hell, bei mir ist gerade früh morgens und bei euch? Ich meine hier, ich weiß schon. Ah, wir sind auf 1000. Lol, nee. Papagei, du hast gerade 15 Zuschauer. Du musst 15? Immer noch den Schaden in der Eisbahn begleichen, ja. ne? Ich sehe bei mir Weil nur 4. Weil ich dich gerade raider von Twitch aus. Hält mich auch mal. Okay. Ich muss mal hier... Bei mir hast du jetzt gerade 14 Zuschauer. Okay. Ah, ja. Come to me and raid me too. Oh, Moment mal. Ja, das müssen aber wir schließen. Warum hast du denn so viele Abonnenten, aber keiner schaut dir zu, hä? Doch, vier Leute schauen mir zu. Oh. Bin auch sogar geschrieben. Vier schauen dir zu. Ja, sag ich doch. Hier ist einfach dunkel, hier sind keine Mobs. Okay, hier ist ausgelöscht. Aber da hinten, wo nicht ausgelöscht war, waren auch keine. Wollt ihr Mobs jagen? Aber warum macht Zitronenhai eigentlich gar keine Videos mehr? Wohnt er nicht bei dir? Nein. Hä? Genau, die wohnen zusammen auf jeden Fall. Nein, wir wohnen nicht zusammen. Nee, ich meine, weil er gerade gesagt hat, wohnt er nicht bei dir? Ja, genau. Yeah. Ja, der macht meistens nur Schachstreams mit oder auch mal Schachvideos, aber er hat halt wenig Zeit im Moment, deswegen noch. Der weiß, das sind Geschwister, die wohnen immer so. Ah, nicht Spaß. Aber dein Mund jetzt, Mann, Chris. Deine Library. Ach, scheiße, da kommen Phantome. Phantome sind gut. Blätten. Ja, aber ich hab grad keinen Bock auf den Spaß. Aber nicht gut genug. Ich dachte, wir hätten schon wieder mal geschlafen gehabt, dass die nicht kommen. Nee, wir waren ja ganze Zeit unterirdisch, deswegen. Digga, es wird Valorant einfach öfter gestreamt als Fortnite. Und Fortnite wird weniger gestreamt als Minecraft. Und Ach, wusstet ihr, pinkeln zu müssen ist blöd, wenn man das Auto fährt. Niesen zu müssen ist blöd, wenn man das Auto pinkeln muss und Auto fährt. Ja, moin. Okay. Diese Logik ist auf jeden Fall wieder so gut, ne? Pinkeln zu müssen ist blöd, wenn man Auto fährt. Niesen zu müssen ist blöd, so. Wenn man pinkeln muss. Ich mach mal hier Auto Licht rein. Fährt. Und dann die Decke. Versteht den Witz nicht, und ihr? Oh, ich, also. Keine ich Ahnung ich jetzt. Ich könnte mir was darunter vorstellen. Aber... Hast du auch Minecraft Real gesehen, das Video? Ja. Okay. Und, Papagei? Ja? Machst du mal wieder mit dem Zitronenhai so ein Interview-Video da mit dem Professor Papagei? Kann man vielleicht mal machen. Weiß ich nicht. Oh, ja, no more, sorry, Gelb. So, jetzt wird hier mal ausgebaut. Bobby Raid mich auch mal. Nee. Ich war wieder gestern auf Giver Games, vorgestern auf Giver Games war ich gewesen. Nee, also Freitag war ich auf Giver Games und am Mittwoch. Das kann man, kannst du dir auch angucken. Was nochmal? Also da, ich könnte ja mein Ding dann umändern auch noch. Mein
Ob wir dann auch noch Scribblio spielen wollen, oder? Ihr könnt euch hier mal geiles Game holen. Wäre nämlich auch geil. Nicht nur Prickix, sondern Pummelparty. Geiles Game. Hast du das letzte Mal sowas gesagt mit der Pummelparty? Ja. Discord habe ich auch, ja. Aber Guy hat mir davon erzählt, wie er über den Stuhl gefallen ist. Da hat er gesagt, Pummelparty. Was macht man da? Minispiele. Wie Snake, wenn es ja was sagt. Also spielen wir zusammen oder gegeneinander? Das heißt gegeneinander. Das sind dann, kann man glaube ich, 4 oder 8 Leute gegeneinander spielen. Und das macht geil, wie Mario Party. Und ich darf leider kein Geld dafür ausgeben. Okay. Also ich habe gerade erst Geld bekommen, also 40 Euro. Wir haben einen Megaprojekte. Ja, nee, habe ich ja für die Xbox bekommen. Also Megaprojekte, der ist nicht mehr, der gehört zu Megaprojekte. Da bin ich ja meistens aktiv. Ja, Maul, jetzt muss gleich kein Legendenrang mehr. Da guckst du, ne? So. Aber im Moment bin ich halt meistens, im DS bin ich meistens. Okay, ich erstelle mal einen Link gleich, ne? Für die pummelige Party? Nein. Oh. Keine Ahnung, will Papagei mitmachen, oder? Bei was? Bei Scribble. Ich würde gerne noch ein bisschen die Eisbahn weiterbauen. Okay. Ja, wir bauen. Wir können ja schon mal zu zweit spielen, also Papagei kommt danach. Nee, dann habe ich auch keinen Bock zu zweit. Och, mein Papagei. Ja, das kann ich da mal auf jeden Fall machen. Ich glaube, megaprojekte.de oder ich muss gleich mal gucken. Moment, ich kann ja mal Sargos Bescheid geben, der kann das dann reinschicken. Ich kann es ja gerade mal machen. Wir nehmen sogar, ich mache sogar extra Custom Words. Komm, ich schicke euch mal den Link und dann kommt Papagei. Ich bin mal kurz unten. Okay. Sargios, ja? Kannst du mal den Discord-Link hier reinschicken bei meinem Stream? Will nämlich einer mal wissen, wie der heißt. Okay, kann ich gleich mal machen. Jo, danke. Ich bin dann wieder oben. Jo, okay. So, wieder da. Okay. So. Du warst jetzt, wenn ich weggehe, ne? Alles klar. Ja, Papagei hätte 3 Sekunden später kommen müssen. Wieso warst du denn unten? Ne? Ich hab nur was geklärt. Also der Link kommt gleich. Ja, das, keine Sorge. Dass du mich gleich bannen lässt. Nein. Ich hab nur gesagt, wegen einem Link. Was für ein Link? Welchen Link? Discord-Link. Wollt eine haben. Das macht Sarus dann. Okay. Kannst du denn mitspielen, Papagei, bitte? Nee, ich muss hier ein bisschen weiter bauen. Bock, ein bisschen weiter zu bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Na gut, dann ciao. Ja, ciao. Ja, wahrscheinlich sagt ihr einfach ciao. Hä, was ist denn da los? Jetzt so eine Blage weniger endlich. Oh Mann, oh Mann. Autismus-Gig. Das müsste man mal den Leuten zeigen, die da immer beim Stream zuschauen. Oh ja. Ja, was ist denn? Es gibt doch ein Gewitter im Kopf. Ja, was ist mit Gewitter im Kopf? Ja, da gibt's doch einen. Ja? Ja. Was ist mit dem? Weiß ich nicht. Hä? Wieso sagst du es dann? Der ist ein YouTuber. Der nennt sich so. Ich weiß. Das sind 2 YouTuber. Richtig. Oh. Ja, hallo. Warum wurde ich angestupst? Ich hab dich aus Versehen angestupst. Okay. Also war nix. Und eine Frage, warum, was soll deine Beschreibung ergeben? Wie? Dein Avatar, was soll das bedeuten? Ja, kannst du lesen, oder nicht? Ja, glaub, pinkeln zu müssen, also, jetzt, ich lese auch vor. Pinkeln zu müssen ist blöd, wenn man Auto fährt. Niesen zu müssen ist blöd, wenn man pinkeln muss und so. Auto fährt. Ja, und jetzt? Muss der jetzt pissen im Auto und dabei noch niesen, oder was?
dass du das nicht verstanden hast. Nein, verstehe ich nicht. Aber gar erst verstanden, oder? Ich glaube schon, aber ich bin momentan mehr auf Blogs, also hier am Arbeiten, deswegen. Hast du schon mal versucht, innezuhalten, wenn du niesen musst? Was? Hast du schon mal versucht, innezuhalten, wenn du niesen musst? Ja. Ja? Geht nicht, ne? Was? Wenn du pinkeln musst, du musst niesen. Ja. Ja, dann machst du wahrscheinlich einen Tropfen in die Hose, oder nicht? Du bist auch ein bisschen lost, oder? Hä? Ich musste ich noch nie, also nur beim Scheißen, also wenn ich kacken muss, dass ich dann halt niesen muss, nicht aber dann kommt da nichts raus. Aufzüge, bitte. Ja, ist mir schon klar, dass das eventuell vielleicht zu hoch sein könnte für manche Leute, aber ist okay. Ist okay. Jo, super, steht ja auch 18 plus daneben, ciao. Also ich bin minus 14, bald 14. Und ist was Kind? Könnte es mein Kind sein? Papa, ja. Bist du es? Nee, sicher nicht. Mein Papa ist halt Stefan D'Amelio in Snow Snap. Okay. Nein, Charlie D'Amelio. Raus damit, Bruder, raus damit. So. Ich hab da ein bisschen weitergemacht, ja. Aber ist ja immer voll. Auf Hypixel. Bei Skyblock. Ja. Was hat er da gemacht? Weitergebaut, mal. Also. Und Chris war auch mit drauf, hat auch ein bisschen weiter hat was gemacht, aber man muss da, glaube ich, mal ein bisschen früher drauf, weil sonst ist es voll. Weiß nicht, ist es gerade voll oder? Weiß ich nicht. Vielleicht können wir nämlich nachher mal wieder mal drauf schauen. Ja. Dann könnte ich. Das ist schwierig, wenn man kein VIP hat. Dann muss man gucken, dass du da einen Vereinslot erwischt. Deswegen, ja. Mega im Boot hier. Oh, was ist los? Mein aber da baue ich gerade hier im. Ich war gestern mal auf Giver Games oder sowas. Hab ein bisschen weitergemacht. Ganz Minecraft. Muss mein Minecraft neu starten. Und jetzt bin ich halt auf einen 1.15er. Eisstraße weiterbauen. So. Gut, muss mein Minecraft ganz kurz neu starten. Und ich habe eine Effizienz 2 Spitzhacke schon. Also Holz und eine Spitzhacke, glaube ich. Ja, die kommt man irgendwie kaufen, kommt man dann, darf die dann bis 2 wird irgendwie dann leveln, irgendwie sowas. Ja, ich kann dir wahrscheinlich mal eine geben, auch mal eine vernünftige Axt. Dann kannst okay. Du auch mal was vernünftig machen. Ja. Aber du kannst auch durch eine Quest kannst du auch eine ziemlich gute Axt. Mehr denn Alter, was ist mit meinem Minecraft los? Wie Tinder-Mod beinhaltet. Du kannst dann you are hacked. Okay. Ghostbusters. Aber ich bin jetzt Alter, AFK. Jo, wenn ich immer bis dann. Papa Geiger, schau mal in meinen Stream rein. Schau mal in meinen Stream. Was ist da? Mach einfach und sag mir dann Bescheid, wenn du reinschaust. Ich schau mal kurz rein. Also wenn du den Stream siehst, dann sag mir Bescheid. Moment, Alter, was ist hier los? Mein ganzes Minecraft, mein Stream rein. Schau mal. Warum ruckelt das so? Ich seh's. Weiß ich auch nicht. Alter, ich kann kein Minecraft machen. Was ist das? Schau mal kurz rein. Alter, wie viel Level hast du denn? Also wenn wieso? Wie fertig? Ja, 66. Echt? Cool. Ja, das ist nicht. Wieso ruckelst du? Weiß ich nicht. Alter. Ich weiß nicht, wie es mit meinem Stream ist. Siehst du, ruckelst. Ja, lag ich aber? Weiß ich gar nicht.
Also ich hab den Ton halt ausgeschaltet. Schau mal bei meinem Ding nach. Ich hab nur gesehen, wie du dich bewegt hast. War schon komisch. Wie schnell startet denn bei dir Minecraft? Was hast du für einen guten PC? Gut, ne? Bei mir braucht das 3 Jahre. Minecraft geht schnell. Doch. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Ja, es ruckelt noch ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Irgendwie, wenn ich mich ins Boot reinsetze, gerade eben war es zumindest so, okay, bin ich verruckelt. Nein, es geht wieder. Ja, jetzt geht wieder alles einmal frei. Diese Logik. Keine Ahnung, Minecraft hatte wieder seine Periode. Ja. Ach so. Hast du noch Seelaternen? In der Endertruhe. Kannst du mir noch mal welche geben? Vorne sind noch welche, die hole ich dir gleich. Ja. Ah, vorne? Dann hole ich die gerade. Ja, oder so. Ich habe ja ein Boot. Na, oh. Ja. So, dann fahren wir mal. Minecraft hat seine Periode. Ja, ist doch so. So, das ist ja nicht mal. Hey, Achtung, deine Spitzhacke ist gleich kaputt, ne? Ja, die hält noch einiges aus. Weil nicht, ich habe hier noch die mit Reparatur, aber ich die benutze, weil die Behutsamkeit drauf hat. Deswegen hole ich mir einfach so eine, die jetzt nicht viel Verzauberung hat. Hier Haltbarkeit 3, Glück 3 und Effizienz 4. Und hier, da habe ich halt die mit Reparatur und Behutsamkeit. So, das machen wir weg. Stein machen wir schon. Haltbarkeit, oder was soll ich? Mein Gott, aber du kannst flüssig streamen, ich bin voll neidisch. Warum? Ja, weil das bei mir nicht ist, weil ich einen scheiß WLAN hab. Lol. Und mein Minecraft startet schnell. Halt der Maul. Das ist so eine Tatsache. Meine Spitzhacke ist aber besser. Ich hab bessere als du. Ja, wow. Wenn ich die hier benutze, hab ich auch eine bessere. Welche benutzen? Die mit Behutsamkeit. Boah. Nee, hast du nicht. Ich hab nämlich Effizienz 5, Reparatur und Behutsamkeit und Glück 3. Glück 3 bringt dir nichts auf einer Dingshacke. Ja, ohne Busat. Ich hab einmal beide. Einmal mit Behutsamkeit und Boot ohne. Oh, guck mal, wie haben wir denn da? Da fährt er mit seinem kleinen Bötchen entlang. Gut, alter Papagei mit seinem Bötchen. Tja, so ist es. Ja, das ist das Leben. Der Porter-Papagei, der Professor. Mit seinem kurzen Haar. Warum hast du eigentlich eine Gitarre und ein Akkordeon mit Handschuhen gespielt? Auch Spaß. Das ist einfach Legende. Extra mit grünen Handschuhen. Ja. Ich schwör, Alter, wer kommt denn auf die Idee? Auf einmal so famous TikTok-Check. Jo, Akkordeon mit Handschuhen. Oh ja, muss man mal hochladen. Auf einmal Fame. Ja, bei TikTok, das könnte man mal probieren. Ja, ist wieder so direkt 1 Million neue Abos. Ah, Teamsieg, bist dich. Habt ihr eigentlich mal Bock auf so ein Minecraft-Projekt? Das ist ein Minecraft-Border. Das würden wir dann für YouTube aufnehmen für euch. Was? Minecraft-Border, was ist das? Minecraft-Grenze. Das ist, nein, Minecraft-Border. Das ist halt eben, so halt in so einer Border. Also wisst ihr, was Border sind? Ja, World-Border? Grenze. Ja, bestimmte Grenze. Und, ach so, ja. Hier Achievements kriegt, dann so. Ja, da geht's weiter auf. Das ist auch nicht schlecht, sag ich mal. Ich könnte für uns sowas programmieren. Soll ich das mal anfangen? Oder dass ich es halt immer pro Nacht weitermacht, um ein paar Blöcke. So wie Paluten halt, aber so ähnlich, dieses Projekt, wo die da hatten. Ich weiß, ja. Ich schau dann mal. Vielleicht habt ihr ja Lust, dass man das mal mitmachen kann. Ja doch, das ist eigentlich geil. Kann man ja machen, ja. Aber dafür brauchen wir einen Server. Ja, du hast das Geld, ne? Nee, hab ich nicht. Ja, Digga. Ich hab nicht das Geld. Aber das war falsch. Ich hab Geld, aber vielleicht was für ein Server? Nee, das war richtig, ja. So, nicht. So. Also, wenn es um Geld von ihm geht, da ist er raus. Merkst du schon. Ja. Wir hätten heute noch Geld. Was? Wir hatten heute noch Geld. Ich glaube.
Papagei? Ja, das ist wertvoll. Ja, verkauf's doch einfach. Hast wieder Geld. Oder er benutzt einfach seine Chicken Farm. Ja. Einfach so ein oder Chicken du hast, einfach ey, in Papagei, Hand. Hast du die Nudeln vom letzten Mal Kochstream noch zu Hause? Nee, welche? Die vom Kochstream. Nee, die hab ich schon gegessen, oder? Ja, du hast ja nur die Hälfte genommen gehabt. Ich esse die doch immer meistens weg auch dann. Ja, aber du hast ja aus der Packung nur die Hälfte genommen. Ja, die ist ja schon leer. Aber hast du noch Nudeln zu Hause? Kann sein, ja. Verkauf doch. Ach so. Ey, man kann doch auch Nudeln selber machen. Da stellt man so richtig Massenproduktion her, da ist man Milliardär. Das glaube ich weniger. Ja, ob man das glaubt, ist das andere. Wieder mal zu schnell. Wie immer zu schnell gebaut. Passt. So, bauen wir mal so. Oh, Dias, die baue ich euch mal. Dann noch Brot. Sehr gut. Jetzt sind wir reich, ja? Ja. Eisen. Alteisen, okay. Ja. So. Aber geil, unser neuer Schrotthändler. Auf Alteisen. Wir bauen das Zeug. Das ist endlich mal. Und er benutzt es, um neue Schienen hier zu machen, ne? Nee, für Trichter vielleicht. Ja, Trichter haben wir noch ein paar. Ja, Schienen so wie brauchen wir auch noch. Das wird jede Menge. Und Gold brauchen wir. Ja, Gold haben wir vor allem nicht allzu viel. Ich weiß. Alles abenden. Ich kann es auch kaufen. Wäre nicht das Problem. Aber warum? Ja, aber Gold, da brauchen wir noch, ja. Wo rennt denn der Papagei schon wieder rum? Ich höre schon wieder Skelette. Und mein Spitzhacke jetzt gleich mal ab. Das ist gut, hier auszubauen, keine Ahnung. So. Müssen wir nämlich rausenden. Könnte ich den Link mal hier unten reinschreiben, dann, wenn ich hier mal habe. Dann kann man das nämlich auch mal so. Ich kann mal hier aussehen. Ich tue mal hier abfackeln. So, so. Alter, wie kommt das durchgehen von Teams? Was für ein Sch. Dann wir mal. So, gucken wir nochmal, ob wir nochmal was finden. Ja. Ah. Viele Dioiden. Ist alles verbaut worden. Wie man sieht. Dann müssen wir es rausholen. Kein Problem. Wir ernten es raus. Martin, erstmal wollte ich Schluss. Bis dann, ciao. Ja, ciao. Bitte dich, wenn du rufst. Danke. Tschö. Alter, du weißt, dass wir streamen. Ach so, echt? Die ganze Zeit. Ach so. Wusste ich gar nicht. Ich wusste. Also, ich bin ja nicht so einer. Ich hab euch lieb, bis dann. Ciao. Ciao. Ja. Fuck, ich mach. Soll ich gar nicht wegmachen? Ach, egal. User disconnected from your channel. Da haben wir jetzt noch mehr Ruhe hier. Oh, das war zu tief. Oh. Jedes Mal finden wir noch Zeug hier.
So ist das. Jetzt ist nur noch eins Papagei da und eins ist YouTube TV. Und Papagei, Zitronen. Papagei, Zitronen, genau. Lecker, Papagei, Zitronen. Arnele. Aha. Stimmt, wenn wir gerade mal durchbauen. Hol mir gleich noch mal einen Tee. Und dann können wir noch ein bisschen Tee trinken. Oh ja, 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 dieser Stein. Auf diese Steine können sie bauen. Das sieht man ja. Das ist mein Kopf. Auf diese Steine können sie bauen. Ich baue mal gerade hier das schon mal fertig hier ein bisschen. Schon wieder die Dias und so hoch, ne? Ja. Also ich habe mein ganzes Inventar vor und da bringe ich jetzt wieder die Sachen hoch. Außer die Jurida und sowas, ne? Ja, da habe ich ja und Glas und sowas. Also, und Seelatern brauchen wir noch. Ja, ja. Das habe ich zwar 17 jetzt und den anderen. Was haben wir denn hier drin? Ja. Ist leer. Ich steck das heißt, alles abbauen. Die kann abgebaut werden. Die brauchen wir nämlich nicht mehr da. So, das haben wir hier wieder ein bisschen rot. Wie man so sieht. So geht es hier voran. Es ist viel Arbeit. Kann ich dazu sagen. Sehr, sehr viel Arbeit. So, jetzt haben wir auch eine Kiste, aber schon mal. Da wir ja. Okay, hier müssen wir auch noch ein bisschen machen, da brauchen wir sowieso noch mal das Ding hier. Da müssen wir mal da drüben machen, da haben wir ja. Ah, ich habe ja noch Berufskrankheit. Wow, das hat mir jetzt nichts gemacht. So, 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 so. Da kann nämlich hier oben schon mal ein paar Dinge wieder ein. Ja. Was haben wir denn hier noch? Glas. Glas brauchen wir nicht. Dann sagen wir so. Achso, rot doch haben wir auch da. Wunderbar, dann machen wir das erstmal rot fertig. Da kann ich auch schon mal wieder was zum Schmelzen legen. Und dann alles damit er mal hier fertig wird hier. Immer noch zu dritt auf dem Server. Wieso liegt Eisen in der Diamantentruhe? Keine Ahnung. Hab ich nicht gemacht. Ja. Alter, das von Tiefs. Hör mich auf. Von mitten drin einfach so eine Meldung. Alter. Wer macht eine Meldung? Ja, also von Tiefs kommt mitten drin einfach so eine scheiß Meldung. Das regt mich gerade mega auf. Ach so. So, dann verbauen wir mal wieder. So, Seelaternen hast du gesagt, soll ich mitnehmen, ne? Richtig, wenn du noch welche hast. Ja, klar. Lügend. Auch nochmal Prolitengranit nehme ich auch nochmal mit, ne? Ja, ja, mach ruhig. Dann weg. Gut, dann nochmal den ganzen Weg runter. Hey. Zeig weg. Oh, die hier sind oh. So rausgenommen. Okay. Zeig weg. Dann machen wir hier. Okay. Weiß. Gut, dann bringe ich hier mal wieder was. Sehr gut. Zack. Ich mache mir auch mal Licht zur Sicherheit. So. Dann buddeln wir mal wieder.
aber geil, schau mal hinter dich. Ja. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Ja. Dann räume ich hier weiter die Truhe aus, warte, das Glas... Ja, das kannst du schon mal machen, genau. Das Glas bleibt hier. Ja, genau. Steine und so kannst du mitnehmen und Bruchsteine sowieso weg. So, ja. Und Erde auch. So, das hier kann ich schon mal verarbeiten wieder. Dann hast du wieder hier, ne, war schon... Ja. ...einen polierten Granit. Schon hier, ja, ist nicht viel, aber es hilft. Es hilft. Die 8 Fackeln lasse ich da auch noch mal drin. Ja. So, einmal hier rot. Nehmen wir mit. So, und dann hier. Dann fahre ich, dann pendel ich hier noch mal ein bisschen hin und her. Ja. Aha. Ui. Da haben wir Leute, die wir hin. Ui. Gehen wir mal wieder nach oben und lernen uns ab. Gold nehmen wir doch immer mit. Okay, wow. Müssen wir auch mitnehmen. Hier kommt ja auch noch mal Kohle. Sind. Ja. Bullshit mit dem Eisen aus. Und? Können wir es hinmachen? Hier. Haben wir dann die Idee? Ja, haben wir. Tja. Dann müssen wir das Rote mal ausbauen. Schon mal wieder ein paar Dinge hier, damit wir auch aus dem Mischmaschstrom was weg haben, ne? Dann tue ich das schon mal wieder ein bisschen einzuschieben. Steine wegwerfen, ne? Machen wir nicht. Wir werfen nichts weg. So. So. Wir nehmen ein paar Steine da. Dann haben wir sogar wieder ein bisschen Gold. Okay. Weil ich habe schon was zum Braten gelegt. Haben wir noch eine Kiste? Ah, falsch, Kiste. Zack, zack. Ja, zack, zack. Nur Steine. Brauchst du noch mal so eine Steinsäge? Steinsäge habe ich hier vor Ort. Okay. Ja, wenn du noch mal eine gebraucht hättest, dann hätte ich... Die kann ich mitnehmen vor Ort. Gebraucht. Immer weiter. Ja, wir haben hier oben nämlich noch ein paar. Ich weiß. Gleich mal hier weg. Und so. Aber mit der Erde müssen wir uns noch mal was einfallen lassen. Ja, das kriegen wir schon hin. Das wird die geilste Eisbahn, sag ich mal. Sie funktioniert schon teilweise, fehlt noch ein bisschen Eis, das müssen wir auch noch farmen. Das dauert extrem, weil wir müssen erst Eis farmen, dann das zu Packeis verbringen und dann... Hier ist nochmal Eis, Dings. Ich muss arbeiten. Warte, braucht man da nur... So.
Glück haben wir dann noch. So, und weiter jetzt hier wieder zurück. Oh, oh, je. Da weiß ich nicht, ob das stimmt. Das machen wir zurück. Hab nochmal 19 Packeis gemacht. Ja. So, bis dahin haben wir schon mal. Dann kann hier das so gemacht werden. Oh, nicht zu schnell. So gehen wir jetzt nämlich auch hin. Dann haben wir nämlich jede Menge Eis. Eisfarmen. Wenn wir nämlich auch nochmal. Aber erstmal haben wir dann schon mal vorbereitet. Die zweite Bahn auch schon, weil das wird die Hinstrecke und das andere ist die Rückstrecke. Wenn ich dann so machen. Aber erstmal schon mal vorbereiten, das kann man ja schon mal machen, finde ich. Das ist eine gute Sache. So. Oh, einmal das. Kann ja einmal das. Dann eins freilassen. So. Zack. Zack. Auslöschen. Wir haben noch 64 Ticks. Damit die Boote sich nicht da hängen bleiben, muss jeder auf die andere Seite, wenn er in eine Richtung will. Das wird dann auch als Pfeil gekennzeichnet. Und so sieht es dann ganz auch schön aus hier. Das ist nämlich das Gute. So. So, und hier kommen die Schienen hin in der Mitte. Das ist das Gute. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich da vorne noch die Ruhe habe. So, wir sind halt Schluchten, schön mit Glas ausgedeckt. Damit auch nichts runterfällt, was nicht dazu gehört. Das brauchen wir. Das brauchen wir sowieso. Das ist egal. Das ist Steinsäge. Das ist immer da gemacht. Na, so. Sind in einer Eisruhe Schneebälle. Was nochmal? Wir waren gerade in einer Eisruhe Schneebälle. Wer hat denn das da rein? Habe ich mir auch gedacht. Weil es ist ja nicht mal 5 Drohnen oder so. Ja. Oder direkt 5 Drohnen. Das eine Schneewaldruhe, diese Logik einfach nur. Naja, egal. Ist auch nicht voll. Ist egal, Hauptsache, wir haben wieder ein bisschen Eis. Wir müssen eh nochmal Eis fahren. Egal wie es ist. Ja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Da hast du recht. So. Haben wir noch Seelaternen? Da habe ich auch hin. Dann reicht es noch ein bisschen. Oh ja. Das ist aber. Und deswegen müssen wir auch noch ausbuddeln, alles hier, damit das alles einheitlich ist. So. Dann bringen wir aber die Duo nach vorne. Dort, wo die Baustelle ist, natürlich. Zack. Und auch das Ding nach vorne. Zack. Machen wir mal. Da machen wir nochmal eine Steinbrennung hier leer. Ich glaube, weil wir müssen nämlich nochmal das weiße Zeug fahren. Das machen wir jetzt gerade auch mal. Ja, das stimmt allerdings. Dann kann er ich muss den Telefon gleich noch mal fragen, wo der Link ist. Weil ich mach das gleich. Geht die Steinbrennungsmaschine von uns eigentlich weiter, auch wenn keiner auf dem Server ist, weißt du das? Nein, nur wenn du in der Nähe bist. Okay. So, ich guck gleich mal. Ich bin irgendwie ein bisschen dumm. Es ist auch... Macht ja nichts, ist nicht schlimm. So, ich ja, aber es wäre halt geiler, wenn es nicht rattern würde. Ja.
So, ich frage gerade nochmal nach. Weil dann würden wir locker auch vielleicht eine halbe Stunde. Oder ich guck mal selbst, vielleicht habe ich den Link ja auch da. Ich glaube, wir werden mehr schon. Aber ich glaube nicht. Das ist also ein Megaprojekte-Team. Jetzt auch nicht. Ich frage den nochmal. Das ist ja kein Problem. Ich gehe nochmal runter. Hallo nochmal. Ja. Du wolltest, glaube ich, nochmal kurz den Link schicken. Hab ich doch schon. Hä? Bei, wo hast du den hin? Ich hab den direkt in Chat rein. Ich hab den eigentlich genau reingeschickt in. Weil hier sehe ich keinen und der hat gefragt, er wartet immer auf den Linken. Ich sehe auch keinen, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich kann ihn gerne nochmal reinschicken. Ja. Ich habe den eben schon. Ja, ich glaub's dir. Das ist ja nicht das Problem. Keine Ahnung, an was das liegt. Ich komme dann gleich durch. Das kann möglich sein. Ist mir nämlich auch schon passiert. Dachte bei YouTube, ich habe was geschrieben für jemanden und dann war es viermal da. Weiß ich auch nicht warum. Was los? Ah, es liegt ein bisschen was an YouTube. YouTube spinnt ein bisschen rum. Was ist passiert? Also man schreibt was bei YouTube und es kommt dann nicht an. Oder zum Beispiel der Link. Ah, jetzt sehen wir den, ja. Danke nochmal dafür. Damit auch keiner jetzt übersieht. Ja. Ja, genau. Wie ist aber, ich habe das gleiche hatte ich schon eingegeben gehabt. Ich weiß. Das liegt an YouTube teilweise. Ich habe auch was geschrieben gehabt. Ich hatte zwischen, kannst du mal den Invite-Link schicken, bitte? Ich warte noch auf den Link. Ja, ich habe auch nichts gesehen, deswegen habe ich das gewundert. Da habe ich zwischendrin das reingeballert schon. Ja, das liegt auch teilweise an YouTube. Das keine Ahnung warum. Weil ich hatte letztens auch was geschrieben und da war es auf einem, ich habe es nur einmal geschrieben, war viermal da. Keine Ahnung warum. Ich glaube, nächstes mache ich gleich, haue ich gleich fünfmal immer raus. Ja. Wenn es einmal ankommt. Das stimmt. Oder ich füge es unten in den Link mit rein, dann haben wir den immer drin. Nee, du musst. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ja. Wir haben immer eine bestimmte Ablaufzeit. Ach so, okay. Man könnte zwar auch gucken, dass man einen erstellt, der nie abläuft. Okay. Ich habe ein Problem. Welches? Hier zeigt er nur 32-Bit-Versionen an. Was ist hier los? Ja. Nee. Wahrscheinlich hast du nicht ganzen Virtualisierungsdinger, aber die aktiv. Quasi. Auf dem Serverrechner. Ja, ich weiß nicht, ob ich das bei dem anderen Board eingestellt habe. Welche Option ist das mal? Bei mir ist es irgendwie von Haus aus an. So. Dann haben wir noch weiße Steine. Guck doch mal. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann ja gleich nochmal gucken. Ich komme mal gleich. Ja. Also zumindest bei dir im BIOS, vom Hauptrechner, wie das heißt. VM. Dann bei Asus. Das will aber MSI wissen. Einmal das. MSI, da müsste auch ein Guide stehen. bei mir im Channel. Ging das nicht? Ein Guide dafür. Ging nicht. Ah, ja. Was nochmal? Ich hab den einmal weiße Steine. So. Ich guck mal was, bevor wir das machen. Gut, ich bin da wieder oben, ne? Ja. So, bin wieder da. Ja.
Ich muss gerade mal was in Discord gucken. Okay. Ja. Das kann ich hier rein tun. Auch das Glas muss ich nochmal hin tun. Achso, hier. Ah, da rein die Truhe rein. So. Achso, ja, das ist das. Ja. Okay, gut. Ja. Da musst du mich dann einfach nur anschauen, wenn irgendwas was ist. Aber jetzt erstmal bin ich hier. Und dann machen wir gerade mal Steine holen, wollten wir nochmal. So. Kriegen wir schon hin. So. So, ich hab gerade eine YouTube-Nachricht. Ah ja, komm, so. Was. Okay, Das raus. Ich muss mal hier unten. Das können wir rausnehmen, das brauchen wir ja. So. Und nochmal viele weiße Steine. Und rote. Die brauchst du sowieso auch. Ich habe irgendwie was da, wenn ich was brauche. Also müssen wir es ernten. Oder kaufen. Ich mache gerade unten die Truhen leer, bis auf die, wo das Wichtige ist. Die, wo wir brauchen, genau die Sachen. Kannst du schon mal machen. Ja. Und wenn die Truhen hinten leer sind, nach vorne bitte in die Truhe, in die erste. Wie meinst du? Wenn du hinten Truhen leer gemacht hast, bring die mal mit nach vorne, tu die in die Dingstruhe rein, damit wir dann neue Truhen haben zum Lagern. Damit man irgendwann nur noch eine Truhe haben und dann alles fertig ist. Weil wenn alle Truhen zwischendurch immer schon wegräumen. Das wäre nämlich ganz gut. Die vorbringen, oder wie? Ja, die leeren bringst du mal vor. Tust in die Truhe rein, in die erste, wo vorne steht. An der Baustelle und dann kann man sie. Ja, vom Bahnhof nach vorne bringen und die anderen auch. Ja. Kannst du alle wegmachen dann. Ja, ja, ein paar lasse ich da noch stehen. Dann. Ja. Erstmal hier wieder leer machen. Am Bahnhof ist ja nicht schlimm, aber. Die kann ich ja mal vorbringen. Ja. Na gut. Lol, da hat sich ja, das weiß ich. Darf die ein bisschen dunkel ist. Kann ich ja demnächst wieder mal heller machen. Ah, du gehst. Dann müsste ich zusätzlich das Licht einschalten. Das habe ich im Schalter nicht eingeschaltet, deswegen. Sehe schon. Deswegen ist das so. Aber beim nächsten Mal machen wir es wieder mal an. Ist ja kein Problem. Können wir gerne machen. So. Ich glaube, ich nehme das mal nächstes Mal schön. Du suchst hier nach Quellen, ne? Ja, ich muss hier rote Steine ernten und sowas. Ich brauche das. Oder ich muss kaufen bei Dorfbewohner. Ja, kann ich ja gleich mal machen für dich. Also, was ich gerade baue. Also egal, dann renne ich halt. Ist halt so, ja. Hast kein Boot. Doch, ich hab's vorne stehen gelassen. Ne? Und ich habe keine Steine. Weil ich wollte ja die Truhe vorbringen. Ne? Ja. So, wir bauen hier. Die Steine, nehme ich. Menschen verkaufen dir das Zeug, oder? Eine. Ja. Steinmetze. Eisbahn und eine Eisenbahn. Sozusagen. Haben wir noch irgendwo Steine? Ja, ganz normal. Und Stein hier sieht man ja, zum Fahren ist es da. Und hier die. Was nochmal? Von Stein haben wir fast überall alle Truhen voll. Okay. Ja, ich meine unten, weil ich brauche nur. Ich hole mal gerade mal aus der Kiste, wenn noch was da ist. Ja, und da soll nämlich. Die Strecke, dafür dann. Ich habe ja hier unten kein Problem. Damit man dann. Ja, ist ja gut. Damit wir nämlich dann auch hier fahren können. Von A nach B. Es gibt nämlich zwei Besen. Also zwei Basen. So, suche mal so ein Steinmetzen hier auf. Und deswegen haben wir das so gemacht. Ich habe, ja, sagen wir mal so, was ich gebaut habe, das kann ich dir vielleicht auch mal zeigen. Ja, die verkaufen das sogar. Wir haben so ein bisschen was automatisiert, also das habe ich auf jeden Fall. Diorit oder verkauft die auch noch andere Sachen? Die kaufen, glaube ich, auch alles teilweise, musst du gucken. Ich habe mir automatisch eine Pflanzenfarm gebaut, also Kürbisse, Melonen. Dann habe ich noch, also sowas habe ich halt gebaut.
das auf jeden Fall. So. Gut, ich habe nochmal ein Stack. Ich weiß, dafür noch rote Steine sind. Granitpolierten gekauft. Ja. Kannst du ruhig machen. Ich habe Steine dabei. Ja. Das heißt, ich verkaufe die Steine und so wirklich. Richtig. Ding rein, ne? Genau. Charakter. Oh, wir haben hier keinen Platz. Erstmal. Steine bitte auch am zu noch da lassen. Ja, ja, da haben wir ja genug. Also, weil wir müssen den Boden noch hier in den, zwischen den Schienen dann richtig machen. Da willst du so alles aus Stein machen? Also in der Mitte. Okay, wenn du willst. In der Mitte. Nur in der Mitte. Soll ich auch noch Diorit kaufen? Ja, Diorit, natürlich. Ja, ja, immer. Also, ich musste gerade ernten. Mach mal die Hälfte davon. Okay, so. Jetzt hat er. Mach mal hier noch. So, wir haben das ist das. So, ich schaue mir jetzt noch mal einen Tee. So, gleich. Mach ich sowieso noch einen. So. So. Machen wir gleich mal soweit fertig. Nehmen wir was hier. Haben wir hier noch Steine? Oh, ja. Da haben wir doch genau das Richtige. Zack, 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 zack. Zack, zack. Da kann man gleich mal wieder seine Spitzhacke aufleveln, das ist auch das Geile. Richtig, deswegen. Ja. So. Genau. Ja, nehme ich die eine. Fertig. Eis fehlt uns auch noch ein bisschen. Bin Redstone-Profi. Interessiere mich immer dafür. Ah, okay. Ja. Kann ich dir mal zeigen. Das ist eine gute Idee. Das können wir dann mal gerne machen. So ein paar Sachen habe ich schon ein bisschen. Ich habe dir auch einen Aufzug gebaut. Einen billigen Aufzug. Was nochmal? Ganz vorne immer hinbringen. Vorne hinbringen. Vorne. Okay. Ich brauche es ganz vorne. Du siehst ja, wo es fertig ist. Beim Bahnhof dann halt. Ja, und bring ja, Steine. Kannst ein paar mitbringen. So ein bisschen. Nicht viel. Noch eine Kiste drinnen. Da fahre ich gleich mal zurück und dann kann ich das mal ein bisschen zeigen. Ich muss nur gerade mal hier mal. Gut, dann komme ich noch mal runter. Dann ja. Packe ich das in die Seite drüber, weil die müssen leer sein. Ja. In die erste. Ja, ja. So, ich fahre mal ein Stückchen zurück. In die Seite drüber tue ich dann nur Stein da rein. So, zeige ich ja mal so ein bisschen was. So, jetzt fahren wir mal los. Mit Speed, das ist nämlich das Geile schon mal. Eis fahren. Oh, nicht. Die anderen, wie die, also die ganzen polierten Dinger, die polierte ja. Geschichte, die ist in der ersten drin. Das Boot steht im Weg. Macht aber nichts. So, das hier ist erstmal, was ich hier so zeigen kann. Das ist der Aufzug. Da ist Zeug drin. Sehr gut. Also da hast du nochmal ein paar Sachen. Das kann man auch mal hier reinwerfen einfach. So. Dann schalte ich ein. So eine Glocke einfach. Mehr ist das nicht. Und dann wird es abtransportiert. Mit Sulsand und Aufzug nach oben und mit einem Werfer verbunden. So. Kannst du dann, wenn du zurück bist, dann die Maschine abstellen? Welche Maschine? Hält sie an oder was? Ich habe die jetzt mal angeschaut, weil ich was zeigen will gerade. Ach so, okay. So, dann kommt das hier oben an, durch diesen Schacht, wie ihr gesehen habt. Hier kommt das hoch und geht dann in diese Truhe. Hier in die Lichter rein und hier in diese Truhe wird es eingeliefert. So. Das ist halt, da sind auch manchmal Tintenfische drin und sowas. Also das ist das, was ich mir gebaut habe, um Sachen nach oben zu transportieren. Bogen und sowas. Ja, das kann ich ja gerade mal nehmen. Weißt du nicht, warum das jetzt da liegt? Ich tue es mal gerade hier rein. So. Das ist das Erste, was ich hier so gebaut habe. So. Dann mal so eine Karte habe ich hier schon mal entworfen. Wie das so draußen aussieht. Das ist das Eishaus. Da hol ich mir, hier hol ich mir immer Eis. Da hol ich mir immer Eis ab. Für die Eisstraßen und sowas.
Okay. In den Spender ist. Okay. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich hier, zeig mal so ein bisschen das. Hier ist meine Farm, extra für Dorfbewohner. Hier kann ich mich immer tauschen, was ich brauche und sowas. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ja, das kann man sich mal überlegen, aber das ist schon mal gut. So. Ich muss gerade mal was essen. Was auch so ein bisschen mit Redstone gemacht wurde, ist das hier. Also da hinten ist Redstone, das ist alles. Zuckerrohr. Mal ab, ne? Automatisch. Was nochmal? Kannst du abstellen? Ja, abstellen, ja. Ich weiß zwar nicht, warum das da ist. Verstehe ich auch nicht. Das brauchen wir nämlich nicht. Wir haben hier überall Licht. Hier kann das rein. Kann das aber auch. Elite Bucky 1233. Ich grüße dich. Herzlich willkommen. Dann habe ich hier, kann das, wenn ich hier einen Trichter reinsetze, wird das zu Knochenmehl gefarmt. Aber nur wenn ich will. Ich habe das gerade abgestellt und mache Zuckerrohr, damit ich Smaragde tauschen kann. Also Smaragde. So. Genauso hier drüben. Hier kann ich Stöcke draus machen. Das Ding ist voll. Das ist voll leider. Ich kann gucken, ob ich ein bisschen hier was mitnehmen kann. Das Ding ist nämlich voll. Da muss ich gerade mal gucken, wo haben wir das denn hin? Bambus voll. 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 Ah. Das Ding ist nämlich voll. Da muss ich gerade mal ein bisschen was entleeren. Und die auf. Ist auch voll. Also. Okay. Du kennst mich? Okay. Das ist halt hier. Für die Stöcke, damit ich der Smaragde auch holen kann. Dann habe ich hier Melonen. Nee, das sind Kürbisse. Die mache ich gerade mal aus. In der Zeit, wo ich in Gabel kam, Kürbisse. Und zwar ist das schon mal voll. Die kann ich dann auch zu Smaragden fahren oder zu Kürbislaternen. Wie hier. Hier sind Melonen. Schon wieder voll. Das machen wir jetzt mal ganz einfach. So. Zack. Damit wir auch mal ordentlich was kriegen. So, 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 so. Zack. Das war schnell. 100 Diamantspitzhacke ohne Verzauberung. Hier kommen die Melonen rein. Die kann ich mich auch zu Smaragden tauschen. Und die tauscht jeder Dorfbewohner. Also von den Bauern auf jeden Fall. Du heißt, glaub ich, Max oder Julian. Nein, das stimmt leider nicht. So heiße ich leider nicht. Nein. Das stimmt leider nicht. So. Machen wir das nämlich gerade auch mal. Also das ist jetzt erstmal die Farm, wo ich habe. Ich habe nach unten eine. Aber das kann ich ja gleich auch mal nochmal zeigen, wenn ich das mal weggeräumt habe. So. Voll. Okay, das hier schon mal voll, aber hier ist noch Platz. Gut. 4, 5. Also weiß ich leider nicht. Ist leider so. So. Jetzt habe ich das gerade nochmal. Hier habe ich das hier noch. Hier sollten eigentlich Tintenfee spawnen. Da ist null. Keine Ahnung warum. Es ist einfach null. Die kommen meistens durch den einen Schacht rüber. Dann habe ich hier noch. Das ist halt eine kleine Kaktusfarm. Billige. Muss ich irgendwann auch noch erweitern, sowas. Und was ich noch machen will als Farm, okay. Ist ja das hier. Habt ihr alles. Da noch mal was im Wohnung, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Also die hier auch automatisieren mit Dorfbewohnern. Wird natürlich auch noch passieren.
So, das muss ich gerade erstmal. Und eigentlich nochmal bei solchen Steinmetz-Typen vorbeischauen. Mach ruhig. Ich muss gerade mal Redstone abenden. Das machen wir nämlich immer so. I want the money. So. Ach, du warst auch hier oben, lol. Was nochmal? Ich dachte, du bist unten gewesen. Nein, ich war hier oben, weil ich was paar Sachen gezeigt habe. So. Okay. Das ist halt das große Lager. Wie ihr uns so seht. Da wird ordentlich Eis drin. Drei Eis. So. Hier ist voll. Ja, das müssen wir auch zu Blöcken verarbeiten. Auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Kleinigkeiten, haben wir glaube ich noch. Also hier ist dann nur noch diese Kuh und diese Schafsfarm. Wie ihr seht. Mehr ist hier damit nicht. Dann gehen wir noch mal hier runter. Außen ist ja dunkel gerade. Da gehen wir mal nicht raus. Das habe ich auch noch hier so mal verschönert. Da das besser ist. So, jetzt sind wir wieder auf der Höhe 11. Denn hier gibt es auch was Spezielles. Und zwar, hier ist in dem Schiedsrichter angeschlossen. Und die haben wir dann rüber zum Aufzug. Habe ich das gemacht. Und hier ist dann die also Zombie-Farm und sowas. Also alles, was da so drin ist, kommt. Also, dass man auch diese Viecher farmen kann. Sowas zum Beispiel. Zack. Ja, das stimmt. Ich glaube, das geht alles. Also mit 1,15 geht schon ziemlich viel. Aber das hier ist dann hier. Gut, ja, ich habe dann. Und dann mach ich die weg. Zack. Nichts passiert, kriegt die Erfahrung. Das sind die Teppiche da. Und geht gleich rüber. Was nochmal? Bist du noch hier oben? Nein, ich bin unten. Okay, weil ich habe noch mal ein paar Blöcke für dich angekauft. Hier, das hat. Damit du wieder bauen kannst. Einer von Megabyte gebaut. Weißt Bescheid. So, schnell brennen. Ja. Ist oben wieder zum Abbauen was, okay. Ich meine, ich hab dir jetzt wieder was gekauft, wo du zum Baum benutzt. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. So, das ist halt hier so ein bisschen gemacht worden. Hier kommen dann immer dann die Viecher. So, jetzt gehen wir mal hier noch ein bisschen weiter. Hier ist dann, das habe ich auch nicht gebaut, das hat alles Sonny gebaut. Aber sieht sehr gut aus. Deswegen. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Wir haben hier sau viel schon. So. Ja, die Farm habe ich hier. Das sind auch Wege. Das ist noch nicht ausgebaut, aber es soll dann so ausgebaut werden, genau weiß, wo es lang geht. Mit Schildern noch versehen werden. Gibt auch noch ewig Arbeit. Und hier ist nämlich schon mal die erste. Wir haben hier verschiedene so. Spawner. Ich bin gerade bei der Baustelle. Okay. Verschiedene Spawner. Ja, bist du oder bist du nicht? Nein. Hast du dann wird das hier vielleicht auch rübergeschickt. Mal gucken. Ich bin gerade beim Spawner. Okay. Warum? Da müsstest du dann. Ja, es ist schwierig. Man kann hier gerne mitspielen. Aber es die ist verschärft worden, weil es hier schon Probleme gab. Okay, danke für die Antwort. Was nochmal? Und warum bist du da? Weil ich hier zeige, deswegen. Ich habe doch gesagt, dass ich hier ein bisschen rumführe. Wegen Stream, weißt du doch. Ja, hat immer wer gefragt oder was? Ja. Und, ja, da müsst ihr mal gucken. Du musst halt da ein paar Mal in TS oder sowas kommen oder in Discord, da kann man mal drüber reden und sowas. Weil es kommt nicht so einfach mehr hier drauf, weil es Probleme gab. Und wir hatten heute wieder so ein kleines Problem, deswegen müssen wir gucken. Ansonsten, ich habe ja nichts dagegen gerne. Hier haben wir noch andere Zombie-Spawner. Oh. Ich glaube, das nehme ich mir mal mit. Das brauchen wir nämlich drüben. Ja, macht ja nichts. Discord geht ja dann. Wenn der Servus dann mal. Wird zwar heute nichts mehr, aber wenn der Servus dann mal
da ist, dann kann man ja mal, wenn man mehr Ruhe ist, kann man das ja machen. Du musst einfach mal in Discord öfter sein. Du kannst mich auch mal anschreiben, ist ja kein Problem. Oder im Megaprojekt einfach online kommen, dann ist ja kein Problem. Ich schreib's einfach deinen Dingsnamen. Es gab hier schon mal einen Brandanschlag, also mit TNT und sowas auch. Den haben wir dann draufgelassen. Klang auch freundlich und alles. Und dann auf einmal hat es mal Boom gemacht im Lager und auf einmal hat es gebrannt. Und deswegen halt. Da sind wir nämlich sehr schwer an Aufpassen ein bisschen. Okay, ja, Janusz kann ich ja schon mal merken. Wenn er deine Megaprojekt ist, ich heiße ja einfach Papagei. Da kann man das ja einfach sehen. Hier gibt es noch mehr Spawner. Auch Minen. Ich habe auch noch auf der zweiten Base auch noch Minen. Ja, moin GamerD, bist wieder da. Moin, moin. Grüße zurück. Ja. Der war nämlich auch bei mir. Okay. Minus. Wie du siehst, bin ich hier gerade wieder am. Ich gucke gerade mal was. 500 minus 400. Ja. Also. Ist riesengroß alles. Bei welchem Spawner warst du denn eigentlich? Was nochmal? Bei welchem Spawner warst du eigentlich? Ich bin jetzt bei der Händler gegangen zur Mine. Ich komme wieder zurück. Also der Zombie-Spawner, oder? Ja. Okay. Also hier gibt es viel zu tun. Schluchten sind hier jede Menge. Baue mich hier einfach mal ganz. So, jetzt gehen wir mal raus. Nicht, ich muss natürlich zurücklaufen. So. Dann können wir nochmal rausgehen. Hier müsste man vielleicht auch mal eine Eisenbahnstrecke bauen oder auch nochmal Eis verlegen vielleicht. Davon hier schneller vorankommt. Ja gut, das kurze Stück geht noch. So. Meistens in Höhlen spiele ich das hier ab. Das ist schon mal, weil es hier... Ja, gleich mal dem Papagei ein bisschen Arbeit ab, ne? So, da sind Kisten. Die nehme ich ja gerade mal mit. Könnte ich vielleicht gebrauchen. Also, hier ist sehr viel. Kann man schön ausräumen noch. Alles Mögliche. Ich hätte ja das noch mitberechnen müssen. Ja. Ja, man muss gucken. Ja, Redstone gefährt, ja. Vielleicht stelle ich auch hier Schienen hin. Und dann kannst du das mit Redstone automatisch machen. Und dann fahre ich mit der Bahn dahin, das geht auch. Und dann kann ich gleichzeitig Güter nämlich transportieren. Das ist nämlich auch... So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Das wollte ich nämlich auch mal zeigen. Hast du einen guten PC? Ja, ich habe einen Gaming-PC, aber frag so. Mich jetzt nicht, was für Bauteile ich. Der Chris tut nämlich ausziehen. Ich weiß es wirklich nicht auswendig. Der Bing Chris, also... Das ist nämlich auch jeder mal. So, jetzt gehen wir mal hoch. Hier ist ein Bett. Ja, aber so habe ich schon einen richtig guten PC, ja, ja. Das ist hell. So, zeige ich mal zeigen. Das hat... Das sieht saugeil aus. Das habe ich nicht gebaut. Aber sieht sehr gut aus. Der hat hier, und hier ist dann theoretisch der Bahnhof. Also da drüben. Vielleicht kann man hier auch noch eine kleine Bahnsteig bauen. Vielleicht hier drüben. Und hier soll dann irgendwann auch mal Züge überirdisch fahren. Einmal so gedacht. Eigentlich könnte ich mir noch mal kurz die Blöcke holen. So. Hier sind dann auch die oberirdischen Eisstraßen. Das ist damit gedacht. Hier oben gibt es auch noch eine Eisbahn zu einem anderen Besen, da wo auch Leute sind. Aber zum Vogler glaube ich auch und sowas. Hier ist dann der Bahnhof. Was mir gerade einfällt. Ich glaube, wir haben hier noch Probleme mit Licht. Will er noch was? Ja. Baue ich mir gerade mal. Das ist nämlich der Bahnhof hier mit diesen weißen schönen Streifen. Deswegen machen wir das gerade mal hier fest. So. Ui, Eisen. Ich muss aber gleich nochmal einen Tee holen, auf jeden Fall. Machen wir gleich. Wenn ich drin bin, auf jeden Fall. Eisen ist gut, denn das brauchen wir. Genau, wir brauchen Alteisen. So. Ja. So, was ist denn das hier? Nicht.
ich hätte doch drei ausbauen müssen. So. Gut, gut, gut. Dann mache ich es halt jetzt so. Ja, genau, das habe ich, glaube ich, extra, glaube ich, gemacht, weil ich da die Treppen runter war, genau. Das zeige ich nämlich auch gleich nochmal. So, man kann nämlich... Ich kann jetzt gleich mal schauen, ob wir auf Ding aufkommen, auf Hypixel. Kannst ja mal gucken. Ja, mache ich gleich, wenn ich hier das Ganze so. Fertig habe. Hier kann man durch. Das ist extra mit dem billigen. Hier ist dann der Bahnhofsvorhalle. Also, auf der Vorplatz. Da ist noch nicht viel drin. Also, da ist der Kamin. Mehr ist da auch nicht. Gut, hier haben wir dann die Lichter. Jetzt haben wir mit diesen Lichtern gemacht. Hier ist dann auch mein Pferd und sowas. Das ist der Stall. Genau. Den habe ich nämlich auch gebaut. Das Stallhäuschen. Das verschlissen. Okay, mein Arsch. Genau. So. Ich komme nicht rauf. Ja. Hier ist dann die Eisstraße. Diese. Also, statt Beton nimmt man Eis. Packeis. Da liegt kein Schild drauf auf Packeis. Okay, schau mal wieder weg. Und dann kann man mit Vollgas hier langfahren. Richtig schön mit Vollgas. Und hier ist das kleine Portalhäuschen. Ich habe ja im Dorf gestartet. Das heißt Schneeheim. Zum Eishaus. Ist dann da lang. Hier wird dann noch weitergebaut irgendwann. Bei Häuschen und sowas. Hier geht es dann wieder rein. Also so sieht das Ganze auch aus. Okay, auf die Größe weiß ich nicht, Oma. Oh, Leute hat die Nachricht zurückgezogen. Okay. Ja, so sieht das Ganze aus. Und hier, ich guck mal, ob hier was drin ist. Ich muss mal hier rein, vorsichtig. Geht das? Langsam. Hast du immer noch deine Führung? Ja. Okay. So, ja. So sieht das Ganze aus. Gut. Jetzt gehen wir wieder runter. Denn wir wollen auch wieder ein bisschen weiterbauen. Also das war jetzt erstmal alles. Ich kann ja dann nochmal in die andere Base vielleicht fahren. Aber da gibt es ja nicht viel zu sehen, außer ein Häuschen und auch viele Minen und sowas. Also hier gibt es ordentlich. So. Vogelkiller müsste mal in TS kommen. Ich glaube, der kommt heute nicht mehr. Ja, aber der ist ja allgemein Zeiten. Manchmal ja. Ist er mit dem Graf froh. Also mit und hier kann man schon. Ja. Also hier. Grüß mal jetzt das ist der Weg. Zuschauer gerade. Hallo. Dass ich das gerade mal zeigen kann. Ich glaube, hier rum ist schneller. So. Das ist dieser rote Weg, den habe ich gebaut. Und wir liegen nämlich auch. Das zeige ich mal. Ach, Spaß. Moment. Okay. Das war hier. Da sind die Trichter. Von Spawners. Und der wird auch noch verbunden. Hab ich überlegt. Von den Schienen aus kommt auch noch unten drunter ein Trichterstraße. Wird dann hier verbunden. Zu diesem Trichter, was hier drunter ist. Mit angeschlossen. Und dann wird dann Nolore mit der Kiste. Das steht dann hier. Und dann wird dann Theoch die Kiste entleert. Und kann ich dann automatisch nach oben pumpen. Das ist der Plan. Einmal pumpen. Aber ich mache gerade einen Tee und dann bin ich gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, ich gehe nochmal vor. Weil ich da vielleicht ein bisschen Stein hochbringe und so Zeug. Oh, ich habe ja sogar das Boot da. Wow. Aber die Geschichte ist doch eh schon wieder gefüllt. 3 Jahre her? Hm. Bist du nicht auf dem Ding oder so? War nicht was? Ach, keine Ahnung. But yeah, I don't know. Dafür wird es auf dem Gummi. Doch nicht, los. Ja, keine Ahnung. Dann keine Ahnung. Ach, okay, ja. Schule kenne ich, ja.
Null. Gamer D weiß Bescheid, ne? Kennst du den Jonas Schum? Wurden sie da? Ja, den kenne ich. Kenne ich. Besser gesagt, den kenne ich von Grundschule. Oder Kindergarten. Irgendwie so. Ja, ja, da kenne ich den. Ja, man hat den, lacht sich einfach mal weg, okay. Also habe ich mit Papagei und ein paar andere Leute haben wir hier gebaut. Ja, das hier, da geht's, glaube ich, über 2000 Blöcke weiter hinter zu einer anderen Base. Ja, IBM ist echt, ja, genau. Okay, läuft, geht, meine Kasse. Okay, ja, dann hier halt, für das Lager, keine Ahnung, eine Woche. Ja, alle echte, ja. Ich zeig jetzt gleich mal draußen. Wir haben ja noch eine Megamine, das, also mit mehreren Schluchten. Wir haben eine zweite Base, da wo wir da unten den U-Bahn-Tunnel hinbauen. Hier so, das. So, der alle echte. Gut, hier, mega Kartending. Dann hier die ganzen Truhen. Hier ist, haben wir überall Villager mit verschiedenen Sachen, wo wir uns dann mal kaufen. So, was haben wir dann hier noch? Hier unten geht die Mine runter, hier mal ein paar Tierchen und so. Oh, war es mal wieder dumm. Man kennt's. Dann, hier, ist mega heftiger Eisweg zum Vogelkiller. Das ist ein anderer Typ, der hier mitspielt. Der ist sogar auf dem Server gerade drauf. Hier diesen komischen Weg, diese komische Brücke da. Voll die Streamverzögerung. So. Ich weiß, aber es ist halt von YouTube so. Hier die Brücke hat Vogelkiller mal gebaut, aber es ist jetzt nur so ein Teil davon. In der Eisstraße zum Eishaus hinter. Also so ein kleiner Angelplatz, wo wir fahren gehen können. Müssen wir mal fahren. 1 bis 2 Minuten, okay. Ja, kann ich aber auch leider nichts dafür. Ja, kommen irgendwann mal Pferde rein. Ah, so. Hier ist der Bahnhof. Mit, fahren wir mal. Das ist damit geplant. 2, 3, 4. Ja, hier mit Also hier kommen noch Gleise. Also dann 6 Gleisen. Da hinten geht es zu einem anderen Dorf. Hier hinten haben wir so ein kleines Monument, zeige ich jetzt einfach mal. Können wir ja mal ganz kurz hingehen, dann sind wir eh bei der Mine. So, bauen wir heute aus, würde ich mal sagen. Hier ist eine schöne Laterne, weil da ist die Eisstraße auch. Und zwar hier. So, dann gehen wir noch mal da hinten hin. Aber es sind meistens Monster. Oder halt manchmal die Truhe. Ah, da ist sogar was drin. Hier schön, mit Crafty Level noch. Hier aber dann so. Bauen wir heute aus. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Schön hier runter. Leute, hier stehen Bett. Okay, da steht ein bisschen quer. Ich stelle es mal so hin. So, dann haben wir hier so eine kleine Area. Eine Tür. Und dann sind wir hier hinten wieder in der Basis. Hier weiter runter wieder. Kurz Brot essen. Ja, macht doch nichts. Kannst ja nichts dafür. Ja, ist halt von YouTube so, ne? Dann geht's hier runter, 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 runter. Ja. Und wir sind in der Mine. Hier geht's. Hinter zu einem Zombie-Spawner. Ja, dann habe ich hier, hier kommen manchmal Mobs runter, kannst halt so cool killen. Hier kannst mega viel brennen. Musst aber dann deine V200 nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. So. Apropos V200, das Ding ist, Papagei hat mit Leuten auf Mega-Projekt, also so einen, die haben so seit 2010 gibt es das, eine 103 in Minecraft. Richtig fett nachgebaut. So. Muss leider auf. Gute Nacht. Ja, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir hören uns dann voneinander. Bis dann. Gang mit 3 oder 4 so. Spin-Spawnern. Und hier haben wir den Zombie-Spawner. Den haben wir auch als XP-Farm umgebaut. So. Ja, jetzt können wir mal ganz kurz warten, bis ein paar Zombies runterkommen. Hier sind auch noch Sachen von den Zombies drin. Das ist ja so. Cider. Das spawnen die immer richtig schnell. Und jetzt, zeig mal Stream. Meinst du die 103? Kann ich leider nicht zeigen. Weil, die ist auf der Map von den anderen. Aber ich konnte mal ganz kurz in YouTube beim
Papagei nachschauen. Neue Registerkarte. Irgendwann mal. Ja, ja, ich schaue einfach ganz kurz nach. Ja, warte, ich mache das einfach auf meinem zweiten Monitor. So. Könnt ihr ein bisschen die Zombies anschauen? Während ich die kurz bilde, ist mein Diglett. Oh. Wir haben hier ein Problem. Da haben wir es doch. Ein Stück Gold haben. Ja, und jetzt suchen wir mal. Ja. Oh, Leute, das war. Falsche. Steinweg. Ja, da müssen wir eben mal gucken. YouTube. Da, hier. So, dann geben wir mal Zitronenhai ein. Warte. So. Das natürlich erstmal. So. So. Genau, dann geht's weiter hier. Erstmal hier. Das also ich glaube, da runter könnte man sie jetzt finden, die 103er. Hier Baureihe 103. Und die haben das Mega-Projekt seit 10 Jahren da. Ja, der Pro, ja. So ein bisschen Vorstuhl. Also das ist das Innere da gerade gewesen. So. Ja, also. So, man. Ah, auf Play sollte man auch noch drücken. Also, so. Da sieht man, sollte man jetzt gleich die V100, sag ich schon. Hier, da. Die 103 sind, ne? Ist einfach richtig fett, was die da gebaut haben. Einfach so, ja, ich habe jetzt eine Bock, eine 103 zu bauen. Ja, bauen sie einfach mal eine 103. Ich like das auch mal direkt von Papagei. Bauen sie eine 103. Hier, so. Da kannst du sie von vorne sehen. Schöne 103 gebaut. Oder von der Seite. Sogar mit dem schönen Rheingold-Waggons. Warte, da, aber der ist noch angefangen. Ja. So. Ist schon geil, was sie da gebaut haben. So, und Zombies, jetzt geht mir nicht auf den Sack. So, jawohl. Dann hier. Das ist auch schon mal ausgebaut werden. Dann machen wir die Decke fertig. So ist das. Ja, krass, ne? Und die haben einen LKW gebaut. Der ist so heftig, damit den siehst du gar nicht ganz. Also LKW mit Trailer. Den siehst du nicht ganz, weil wenn du da hinschaust, dann ist es von Minecraft so, da kannst du es nicht mehr weiter einstellen mit dem Blickwinkel. Die haben einen richtig fetten LKW einfach gebaut. Aber ich glaube, eine Dampflok haben sie sogar auch mal gebaut. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber. Oder. Das war ein anderer YouTuber, ja. So, bin wieder da. Okay. Ja, da ist sogar der Papagei, der ja da mitgebaut hat bei der Hunde. Ich streame auch gerade übrigens. Ja. Da waren gerade Zuschauer, die haben wegen der 103. Ja, und wir haben auch eine Dampflok auf meiner Map. Ist auch noch irgendwo. Guck, ich sag doch, er hat auch eine Dampflok gebaut. Das hat Sony, glaube ich, gebaut, oder wer? Ich weiß es nicht. Einer von Megaprojekten. Ja. Dreimal krass, ja. Aber es hat dann auch mehr. Vor allen Dingen die Stadt, wie groß die ist und alles. Ja, die haben auch noch eine richtig fette Stadt gebaut. Die hab ich gebaut fast. Ja, und du hast so ein Haus neben hier einen von Team gebaut. Ich hab doch so zwei Villas gebaut. Da war doch mal was im Spiel. Ja, wir haben Villas gebaut, wurde auch ein Original-Hochhaus nachgebaut, was in echt sogar wirklich gibt. Welches habt ihr denn nachgebaut? Das ist ein Hochhaus. Also, ja, aber welches? Musst du mal gucken. Irgendwo im Video, da steht es auch dann drin. Musst du mal gucken. Oder musst du mal gucken, Bergstadt, wo gezeigt wird. Ach, von Bergstadt. Ja, ich habe nämlich gerade eine, was heißt deine, halt eure 103 da gezeigt. Ne? Ja, das ist schon mal geil, ja. Aber der Rheingoldwagen, der ist ja inzwischen schon ganz fertig gebaut, müsste ja, oder? Nein. Wir haben nicht. Nee, da fehlen auch die Sitze drin. Das ist schon eine harte Nummer. Das dauert ja auch so lange, sowas zu bauen, ne? Ja. Ja, es ist alles Arbeit. Ja, ja, glaube ich auch. Allein, wenn du schon überlegst, die Lok. Ja, ihr habt ja innen drin auch noch so einen Motor und so gebaut und so Zeug. Ja, Zweitaktantrieb. Ja. Kannst auch mal zeigen. So, ich mach mal die Maschine gerade noch mal ein bisschen an. Oh Leute, die ist sogar relativ leer dieses Mal.
So, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da ein bisschen Stein, hier ein bisschen. Ja, ich lasse die ganz kurz durchlaufen, die Dinge hier von der Maschine, bis sie leer ist. Du musst auch gucken, dass oben die Truhe nicht zu voll wird. Ja, ja. Sonst bleibt nämlich alles hängen. Okay, Worst Vlog Science City Welt. Okay, den kenne ich zwar nicht, aber hört sich doch auch gut an. Ja, drei Drohnen hier, kann ich. Kannst du mal erzählen, darf man in echt eine Stunde mit dem Zug fahren kann, theoretisch? Wie meinst du? Mit meinem Kart setzt sich in die eine Stadt, fährst eine Stunde bis in eine andere Stadt, Großstadt. Ja. Die andere Großstadt ist zwar noch klein, aber da ist auch nicht mit Schienen. Die andere Großstadt ist zwar klein, ja, es ist eine kleine Stadt. Ja, Ulm heißt sie, die zweite. Wie? Ulm heißt die zweite Großstadt. Ja, Ulm. Richtig geil. Muss ich mal nach dem Ding machen. Nach dem Stream muss ich mal anschauen. Ja. Ja, hier hat nämlich der eine geschrieben. Okay, ja, bitte. Ja. Mhm. Oh, lol. Bin schon wieder voll. Ja, mache ich nach Stream. Beim Horst Flog. Oder halt Flog. Aber ich hab grad Flo gesagt. Ja, beim Vloggy Vlog. So, das. Wo zeigst du eigentlich gerade noch Sachen, weil du bist ja nicht da? Ich zeig da keine Sachen in dem Moment. Ich baue weiter. Oder hast du deine Führung beendet? Ja. Okay, baust du es einfach wieder aus oder was? Ja, natürlich bin ich wieder dabei. Das ist auch wie so. Ja, Nico. Arbeit geht vor. Huso, ne? Ja, klar. So. Ja, kenne ich. Ja, immer diese Saufi-Kinder hier. Ja, das ist einfach okay. Gut. Sag mir. Ja, doch. Saufi, ja. So. So, in mein Boot, okay. Also das Eisen erhöht nehmen. Wir brauchen immer Alteisen. Immer Alteisen erwünscht. So, immer das Alteisen erwünscht. Mach mal mit. Ja, mach ich doch schon. Gut. Würde jetzt Bug Spencer sagen, bitte mitmachen. Was? Bug Spencer würde jetzt sagen, mach mal mit. Ja, klar. Deine Buddy. Mehr Eisen, Alteisen, immer Eisen mitnehmen. Wunderbar. Ich gehe mich mal entladen. Ah, ja, okay. Jetzt kann ich es jetzt weiß ich wieder. Ich bin ein Hossi. Doch, ich glaube, jetzt kann ich es jetzt. Jetzt müsste ich es kennen. So. Erde weg. Boah, so. Da, Alter, die Saufi-Saufi-Lieder sind eure Lieblingslieder, das war mir schon klar. So, hier können wir dann weitermachen. Besten ja. Zuschauer wieder hier am Start. Hey, warte mal hier. Na, ausbauen. Wenn wir mal vorankommen. Saufi-Saufi-Lieder. Sieht auf jeden Fall geil aus, muss ich sagen, wenn ihr so guckt. Kommt drauf an, meint ihr auf PC oder auf PS4? Ist richtig geil, ja. 5x, lol. Oh, war ich zu schnell, was haben wir denn da gemacht? Was haben wir da gemacht? War er auf PS4, oh. Ja, aber ja. PC... Ja. Ja. Da sieht es anders aus, ja. Ne? Ja. Aber ich kann Fortnite noch PC. So.
Ja, ich hab's auch auf PC. Achso, das ist ein Kaltschnurrstein, ne? Eins, zwei. Ja, aber kein Problem. Papagei, hast du ohne PS4? Nicht, ne? Nein, nur Zweier. Ja, stimmt. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Oder mal einen Gameboy gehabt. Ja, Gameboy habe ich auch. Tetris-Meister. Richtig, richtig alten. Oh ja, Tetris. Wie viele Punkte hast du mal da geschafft? Oh, außer ich weiß ich das auch nicht mehr. Ich hatte 310, das war mein höchstes. Okay. 310.000. Ja, können wir machen, insofern ich Zeit hab. Können wir gerne Zocki Zocki. Wir bauen heute mal. Nicht da, wo es hin soll. Aber es macht nichts. So. Ja, insofern ich dran denke, da schreibe ich dich auf WhatsApp an. Und cool, dass dein Freund auch eine PS2 hat, weil ein Freund von mir hat auch eine. Und inzwischen hat er auch eine PS4, aber er hatte mal eine PS2. So großen Abstand drinne. Wir holen mal das weiße Zeug ein bisschen aus. Wir brauchen weißes Zeug wieder. Ja. Wir haben nämlich nix. Oh, er hat eine PS1. Lul. Hatten wir auch mal. Okay. So, vor allen Dingen Nintendo 64. Da war geiles Tetris dabei. Und jetzt hat er hier eine Xbox One S. Okay. Ich buddel mal das Ganze hier aus. Wollte ich schon mit der Axt hier abbauen. Was? Wolltest du Holz abbauen? Hier ist doch kein Holz. Ja, ich weiß. Sehr gut. Immer abbauen sowas. Ja. Brauchen wir. Schau mal die Säge. Ja, nice. Was? Ich hol mal die Säge. Ja, mach das. Dann nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Ja, habe ich ja schon eine. Ja, das ist gut, wenn du auch eine hast. Ja, ich habe die jetzt mal schon mal hier hingestellt, ne? Ja. Ich renne einfach nach vorne und hole ich direkt schon weißes Zeug mit. Ja. Also du bringst wieder mit, ja? Ja, gleich. Gut. Geht ganz gut. Weil nichts mehr da. So. Ja, ich komme wieder. So, eins, zwei, zack. Tschüss, Gamer HD. Schöne Nacht dir noch. So. Jojo, kannst gerne gehen. Oh, und ich bin vorbeigefahren. Okay. Bis morgen. Sofern ich das Stream. Ah, jetzt steckt mein Boot hier fest. So, war ich überhaupt richtig? Nein, tue ich nicht. Aber auch so. Vielleicht. Ja, danke, 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 dass ihr liked. Gut. Meine Person nicht runterwerfen. So. Weiter. Gut, jetzt habe ich wieder Diorit dabei. Okay, verbau das alles bitte mal hier. Wie ihr seht.
jetzt, dass ihr liked. Aber auch abonnieren, ne? Sofern ihr es noch nicht getan habt. Oh. Achso, nee. Das war die Stelle. Welcher Discord-Server? Nein, ich kenne den nicht mal. Lul. So. Einfach mal hier rein. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, welchen Discord-Server du meinst. Hätten wir mal schön die Steinchen. Ach, jetzt Bruchsteine sind auch nicht schlimm. Welcher Discord? Ja, ich weiß nicht, welchen Discord-Server du meinst. Gar kein Problem. Was heißt, warte mal. Und wenn, wie heiße ich auf Discord? Also nicht das Tag, sondern nur den Namen auf Discord. Sag mir mal meinen Discord-Namen. Welcher Discord? Ich weiß nicht, was du meinst, aber okay. So. Ja, sicher. So. Dann geht's hier weiter. Wow. Hold. Hab ich nicht. Ja, dann auch keine Ahnung. Einfach hier geradeaus. Haben wir eh noch viel zu tun. Wenn ihr das seht. Extremo. Einfach nur extrem. Nico, wie heißt denn du auf PS4 Dingen wegen, weil du bist ja morgen trocken. Okay, Switch, ja gut. Switch jetzt nicht am besten im Stream schreiben, aber egal.
So. Hol mal alle zwei Zeche raus. Das brauchen wir nämlich immer. Aber ich weiß wirklich nicht, welchen Jugendtreff Discord du meinst. Wie hieß denn der Discord? Sag einfach mal. Und wieder Eisen. Hier wieder Alteisen. Ah, wunderbar. So. Okay, warte. Säge. Wo ist unsere Säge? Ich hab sie dabei. Ich hab sie dabei. Schreib dich mal ganz kurz an auf WhatsApp. Erstmal hier noch die andere WhatsApp-Nachrichten anschauen. So. Dann gehen wir nämlich hier. So. Wen haben wir denn hier wieder? Nico Wagner. Erstmal die Nummer leaken. Also, die Anfangsding von der Nummer ist Plus. Und dann kommt 49. Nummer ist geleakt. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir hier schon mal Licht. Ja, dann räumen wir hier weiter aus. Ankommt. Lul. Anzeige ist raus. So. Was ist raus? Anzeige. Okay, warum das? Weil ich die Nummer geleakt habe, nicht was. Ich hab so gesagt, ja, jetzt leak ich deine Nummer und er so, Anzeige ist raus. Ach so. Hashtag Anzeige einfach nur. So. Wir kommen hier schon gut voran. Deine Linge sind. Gibt sie mal gar nicht. Wieso schreibst du den hier rein, Alter? Dann kann ich jeder adden. Schreib den mir doch per WhatsApp. Ich hab dich doch gerade angeschrieben auf WhatsApp. Kann jeder sehen. Ja, dann schreibt er hier so rein, wo jeder den Namen sehen kann. Mm. Oh, scheiß Name. Ja. Mm. Da hat er den nächsten Fans. Ja. So. Gut, machen wir das noch so. Scheiß drauf, ja klar, scheiß drauf, Alter. Ey, wenn du ein Handy für YouTube hast, dann ist es nicht so schlimm. Ja. Ansonsten ist es schlimm, wenn es privat auch ist. Ja, ist ja seine Entscheidung, ne? Ja. Yayo. Ja, yayo.
So, dann machen wir hier weiter. Ja, genau. Einmal nur noch buddeln. Ja, das ist Arbeit hier, sage ich euch. Okay, jetzt tief runter so ein bisschen. Macht nichts, macht nichts. Es ist nicht so dramatisch. So, zack. Kommen ja direkt Zuschauer hier heute wieder rein. So. Einmal, zweimal, dreimal. So. Und Papagei, wie läuft's bei dir gerade so zuschauermäßig? Ich hab 3 Stück. Okay, ich hab grad 4. Und wie viele Likes hast du? 5. 6 du? 7. Okay. Du kannst ja weiter ausgraben. Grab weiter aus. Ja, warte. Hallo. Edudu da Silva. Ich grüße dich. Hört sich irgendwie italienisch an. Tunnelbau sind wir gerade. Wie ihr seht. Richtig schöner Tunnelbau. Einmal für die Schienen und einmal rechts links für das Eis. Und zwar so darf man dann auch nicht aufgehalten werden, wenn einer rechts fährt oder einer links. Ach, Portugiese, okay. Ah, okay. Geil. Und das sieht schon gut aus. Ja, weiß ich auch nicht warum. Kann ich nicht sagen. Einmal das. So. Da wir eh kaum rote Steine haben, hole ich noch mal welche raus hier. Okay, ich bin die ganze Nacht zu Streams gegangen, um nur das zu sagen. Okay, ja. Auch nicht schlecht. So. Ich hau mal ein bisschen rote Steine aus. Ein bisschen brauchen wir hier, nehme ich. Nicht nur ein bisschen. Ja, schon mal weg. Okay. Ein tiefes Loch. Nein, nicht ganz. Okay. Ja, das habe ich leider nicht. Ich brauche noch so viele Blöcke, oder? Deswegen kann ich das auch nicht machen. Aber geil. Was nochmal? Wir brauchen doch safe noch richtig viele Blöcke, ne? Immer. Deswegen, ich spiele hier meistens nur, mehr mache ich nicht. So ist das halt. Ist eh ein normaler Survival-Server, da reicht es auch. Da passieren schon merkwürdige Dinge.
Ja. So ist es halt. Aber hier sind schon merkwürdige Dinge passiert. Das reicht schon. Da brauche ich noch mehr. Also im Chat wird ja heute wieder gut geschrieben, ne? So. So, das haben wir. Dann brauchen wir die roten Steine. Oh. Wir haben volle Steine hier. Also, hier. Okay. Ja, wenn du müde bist, wolltest ins Bett, dann musst du überlegen, ob du schlafen willst oder nicht. Das liegt an dir. Aber wenn man müde ist, sollte man vielleicht schlafen. Ansonsten schläft man hier noch ein. Was weiß ich. So ist das halt. Dann mach das. Dann mach das. So. Ja. Okay. Erstmal hier entladen. Würde ich mal sagen, wir sind ja wieder mit Steinen befüllt, wie immer. Das schon mal weg, so. Ja, dann gute Nacht noch. Bis denn, ne? Der Klopse. Ah ja. So. Ich glaube, ich will auch nicht mal lange machen. Aber ein bisschen. Ich glaube, mache ich noch einen Augenblick. Dann wirklich in-game getroffen habt. Jo. Okay. Ja, mach's gut. Und bis dann. So, ich brauche Dings. Warte mal. In der Mitte brauchen wir das da. Falsch gesetzt. Sollte nicht sein. So. So. Ah, ja. Ich hab Steine gesehen. Natürlich. So kennen wir euch. In der Mitte. Steine, Steine. Kennen wir euch in der Mitte von Vivant. One Steine. Hier ist rot. Da kann ich nochmal sowas setzen. Mal durchziehen. Hm. Nicht so schnell. So. Das sieht schon langsam wieder gut aus. Hier muss ich auch noch ausbütteln. Jede Menge. Aus der Erde. Die werde ich mir nicht komplett ausbütteln, weil davon habe ich genug. Eine Siede. Säge. Ja, auf jeden Fall, darauf wartest du, ne? Aber wenn ich so grabe, ich jetzt abbaue, dann kann ich keinen Kies von oben treffen, ne? So. Ja, passt. Auf was der Nico hier wieder überall ist, drauf hofft, ne? Kennen wir überhaupt. Meine Güte. Bauen und abbauen. So ist es hier. Nee, mach ich lieber nicht. Brauch kein Amboss über mir. Es gibt nur Kopfschmerzen. Ja, das gibt nur Kopfschmerzen. Das war auch recht.
So. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, dann geht's mal hier weiter. Ich könnte ja Papagei mal ausprobieren, oder? Was nochmal? Dass du Amboss über dich machst, über deinen Kopf. Nö. Ich könnte auch mal eine Druckplatte hinstellen und dann kannst du mal drauf treten, mal gucken, was passiert. Ja, das könnte man mal ausprobieren. Dann geht eine Falltür auf mit solchen Dingern fallen dann runter. Ja. So. Ich glaube, ich sollte mal. Ja, so. Das können wir machen. Warte, Nico, wenn du auch Minecraft hast, dann probier doch du mal die ganzen Dinger aus. Komm, mach mal. Wer? Der Nico hier. Achso, ja. Chat. Kann er mal live zeigen. Ja, genau sollst du mal live zeigen, wie der das so macht. Soll ich ja gerade noch irgendwas bei der Basis machen? Ja, diese Unterhaltungen hier sind wirklich geil, ne? Ich wollte irgendwie... Ah ja, genau, ich wollte nochmal was verkaufen gehen. Und zwar den ganzen Stein. Dann nehme ich das hier aus der Truhe schon mal mit, so viel wie ich kann. So. Ja, das sind die besten Unterhaltungen EU West. So geht der Hase. So. Ach nee, wieso? Mein Boot. Ah! Mein Boot ist wieder in die Wand reingefahren. Bist du mal wieder gegen die Wand gedüst? Ja, eventuell. Du musst doch vorher bremsen, weißt du doch, frühzeitig. Ja. So schnell geht es jetzt auch nicht. Du musst den Bremsweg ausrechnen. Oder musst du erst einen Führerschein machen fürs Boot fahren. Führerschein bestimmt. Wie SpongeBob. Genau. Ja, aber wenn man eine Biene schlägt, dann greift die dich natürlich an, ist ja klar. Ja. Ja, hier beim Nico in Minecraft. Ah, okay. Einfache Logik mit den Bienen heutzutage in Minecraft. Tja. So, ich platziere hier nochmal was, das kannst du dann später abbauen. Ja. Aber ich habe ja nur eine Behutsamkeitsspitzhacke. Mehr hast du nicht raus. Nee. Das müssen wir mal ändern. Ja, könnte man so machen, aber wieso, ne? Was ist das für ein Gang hier? Frage ich mich gerade. Das schafft er nicht mehr rein. Hier ist ein Gang? Den kenne ich gar nicht. Naja, der wird eh jetzt zugebaut. Brauchen wir nicht. Also das hier nehme ich gerne mit. So, kann ich nochmal Stein eintauschen, ne? Ja, mach ich. Da kann ich auch wieder neue Dinge mitkaufen, ne? Neue Steine, die wir brauchen. Ich höre eine Falle. Hier die polierten Dinge. Ja, das. Nochmal ein Stack hier Granit gekauft. Cooles Lager, gefällt mir so gut. Ja, es ist auch mega gut gebaut von uns. Also, ja, das haben wir vielleicht jetzt einen Monat oder so. Ein Monat oder zwei Wochen könnte so sein. Ja. Ich habe am meisten ausgebaut. Ja. Kannst du mal ein bisschen zeigen, auch die Dorfbohne und sowas? Ja, da bin ich ja gerade. Ja. Ich da grad ein bisschen. Ja, zeige ich gleich nochmal näher, wenn ich hier nochmal ganz kurz alles durchgetauscht habe. Und auch die automatischen Sachen, was ich da hingesetzt habe. Ja, die automatischen Farben da. Plus den Aufzug. Lastenaufzug. Ja. Boah, ja, hier haben wir richtig viele Villager, wo wir einkaufen können. So. Ja,
richtig. Ja, steht das, weil das muss dann haben umgesetzt wir halt werden. Mega Bedrohung, ne? Ist ja normal. Enchantment Table Blatt. Ganz Felder. Dann kommen wir hier. Ist das ein Automat? Ja, wir haben hier was automatisch und zwar hier. Was soll das? Zuckerrohr erstmal. Mhm. Dann haben wir hier Bambus. Ist natürlich voll, man kennt's. Hallo, die Truhe kann man jetzt so gar nicht öffnen. Aber ja, hier die erste Truhe ist natürlich voll. Dann hier haben wir Kürbis, Melonen. Und hier sollte, glaube ich, auch noch irgendwas gebaut werden. Und hier die Katzenarme. Hier haben wir ein paar Kakaobohnen. Und hier auch noch kleine automatische Kaktusfarmen. Und der Lastenaufzug da vorne, wartet, der hier, da kommt, also von unten, das kann ich euch mal zeigen, wenn ich runtergehe, kommt das automatisch nach oben in eine Truhe rein. So, jetzt müssen wir erstmal runtergehen. Und zwar, hier, wenn ich jetzt hier gleich einschalte, so. Achtung, wird laut. Bauen wir das gerade noch. Dies hier ist rote Zeug. Das sieht man schon, ist eine geile Maschine, ne? Ja, ist halt automatisch hier. Hallo, hier haben wir noch so viele Blöcke drin, fällt mir gerade auf. Wo? Von ein paar polierten Zeug. Das bring ich einfach mal mit vor. Bring's mit vor. Ja. Also in die Dingstruhen da, weißt schon. Ja, ja. Ich nehme einfach all. Kakaobohnen bekommst du in einem Biom, wo Dschungel ist. Und das ist dann an den Bäumen. Ja, an den Bäumen halt, ja. Und mein Bulle ist wieder da. Geil. Also in einem Dschungelbiom hängt es dann an den Bäumen. Ja. Warte, soll ich dir ein bisschen an die Seed nach hinten bringen? Alles. Alles, was wir brauchen, weil wir brauchen jede Menge. Es wird nie lang, weißt du doch. Ja, ja. Ich bringe jetzt einfach mal einiges mit. Ruhe steht ja hinten, ne? Ja, ich bin schon wieder ein Stückchen weiter auch, glaube ich. Gut, gut. Ich komme schon wieder zurück. Ja. So ist das, wenn man Diamanten findet. 14. Immen. Die komme ich, die tue ich ja nicht. Tu sie einfach mal hier. Achso, die Dinger sind das. Ja, genau, die Dinger sind das. Tu sie einfach mal in die letzte Truhe, die hier steht, wo noch alles auf einmal hier ja. steht. Ja, okay, du packst es dann, Nico. Tschüss. Schönen Abend noch. So, ach, hier ist ein Boot. Warte, habe ich da jetzt eigentlich Diorit mitgebracht? Mal ganz kurz schauen. Ja, habe ich. Kann ich gleich mal benutzen, um hier zu verbauen. Ist leider nur ein Stack, weil der eine Typ mir nicht mehr verkauft hat. Ach so. Er war zu arm. Er hatte zu viel Soho. So schön geht das mit der Fahrerei. Und man kann bremsen. Zck. Guck, und so steht man. Oh, dein Krieg. Muss halt langsamer werden. Funktioniert das nämlich auch so. Jetzt gehen wir mal hoch. Also das hier, das Lager, wo ich gerade gezeigt habe, das ist das erste ganz riesige. Dann haben wir noch ein ganz kleines am Meer, wo ein Korallenriff ist. Ja, mit Minen und sowas. Genau, mit auch so Minen, also Minenschächte hier. Mit Stollen, genau, Stollen heißt es. Der ist da. Aus. Bruchstein kann ich ja schon mal machen, wegmachen. Oh ja, jetzt kann wieder gebrannt werden. Ja. Ich habe das ja ja weniger mit Texture Packs gearbeitet, aber es geht schon. Wollen ja. wir eine Glücki? Ist Glücki? Da ist er. Es gibt ja so ein richtig geiles
RFID Texture Pack. Ja, hast du noch Seelaternen? Aber geil. Was nochmal? Hast du noch Seelaternen? Ich hab noch ein bisschen. Kannst auch erstmal mit Fackeln zur Sicherheit und dann kann man das später machen. Ja. Ist kein Problem. Einmal, zweimal. Alter, hat man das Spiel wirklich eine Minute verzögert? Ja, als ob man das Spiel ohne. Wie viel Lager? Also, hä? Ja, also ich und Papagei mit unserer kleinen Crew, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben ein richtig fettes Lager, hast du ja gerade gesehen. Das ging noch ein bisschen weiter hinten in die Länge. Und dann noch ein kleines, wo wir drei Etagen haben, aber nicht die Truhen drin sind. Ich muss das mal da hier reinmachen gerade. Das wichtigste Zeug. Und wenn wir hier diese ganzen Gänge haben, dann wird das ein großes Lager. Wir spielen ja nur, nicht nur wir drauf, wir spielen ja noch andere Kollegen mit drauf. Und ja, die haben auch große Lager, teilweise. Aber unseres ist, glaube ich, bisher immer noch das größte, oder Papagei? Weiß ich nicht. Aber ich glaube. Ich muss aber bei Flo gucken. Ich glaube, Flo macht da so Sachen. Achso, Flo. Ja, Flo ist ja durchgehend online so gefühlt. Flo beachte ich so gar nicht mehr so, weil er ist einfach nur eigentlich durchgehend online. Ja. Oder dass er jetzt nicht online ist. Also es gibt mehrere Lager von verschiedenen Leuten. Wir haben ein Open-Paar, ja. Ich glaube, wir hatten die größte Einkaufsmeile, haben wir, glaube ich, wenn es noch stimmt. Ja, das, glaube ich, ist aber immer noch so. Nee, also ich glaube nicht ganz vielleicht, ich weiß es nicht. Wer hat denn noch welche? Fast jeder hat. Also Flo hat auf jeden Fall das Vorkiller. Ja, ich, ja genau, ich, weil die machen ja, glaube ich, zusammen, oder? Ja, kann man so sagen. Was hast du dir jetzt dafür einen Gang gebaut oder war der schon so? Was für ein Gang? Ja, hier diesen kleinen Gang. Hä? Den habe ich gefunden, keine Ahnung, wer das gemacht hat. So. Vielleicht haben wir es mal gemacht, ich weiß nicht. Ja, weil der hat auch ein bisschen Vorkiller und so rumgemacht. Ja, ja. Ja, aber wir haben ja eigentlich schon ein bisschen groß. Kann man schon so sagen. Ich habe, glaube ich, auch schon ein Eishaus, da haben wir einen Aufzug. Also, Aufzugrennbauer. Genau, man gönnt sich ja sonst nichts, gell? Ja, da hinten bei, warte, wo sind wir jetzt? Bei, ja, ungefähr 800, minus 800, dann sind es noch um die 290, also minus 290 noch weiter hinter. Da machen wir ja einen Aufzug. Das habe ich auch markiert. Dann wieder die Rüstung anziehen. Die Frage ist, wo bist du hin? Holen wir mal eine schöne Truhe aus. Was nochmal? Wo bist denn du schon wieder hin? Im Lager. Ah, bist du zurückgegangen? Ja. Okay. So, Eisen bekommen. Hier kommt Eisen rein. Auf jeden Fall. Ja, es mag die gemacht. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts außer so geile Lager. Ja, ja, es muss ja sein. Immer groß. Ja. Das ist einfach mal ein mega fetter Slime. Hallo. Mitnehmen, oh. Bitte mit Plünderung. Ja, mach ich gerade. Können wir nämlich gebrauchen. Alter, wie ist das? Weißt du, ne? Ich hit halt direkt, also mit meiner Maus durch direkt drauf. Aber ich habe gerade eben diese großen einfach nicht getroffen. So, ich schneid wieder. 5 Slimebälle. Das sieht man nämlich. Ah, geil. So, Insta nochmal was? Hallo. Ah, ja. Wir müssen hier wieder Glück machen. Hatte ich da keine Glück gemacht? Kennen Sie? Hab auch ein großes Bauprojekt am Laufen. Okay. Hast du es in Überleben oder hast du ein kreatives Bau? Also in Kreativmodus. Brau, sag ich jetzt schon sogar. Bauprojekt. Wie geht das? Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren. Keine Ahnung, ist mir egal jetzt. Wo sind jetzt die Truhen? Wow, Mann. Da. Könnte ich ja hier schon. Weil hier ist es eigentlich voll wegen den anderen Steinen. So, ich muss nämlich auch Platz machen. Das geht nämlich ja gar nicht. Falscher Stein. Gehört nämlich nicht da rein. Machen wir mich gerade mal schnell.
auch wirklich immer in die Wand rein, ne? Du bremst zu spät. Du musst nochmal in die Fahrschule. Ja, zu Mrs. Puff, oder? Richtig. Ich will auch endlich mal Bootsfahrführerschein haben. Ja. Ja, ich habe bestimmt auch nie bekommen. Wieder gute Eisbahnschaft. So. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muss genug reichen. Hm? Jawohl. So. Erst du schon mal gesagt. Mal mehr. Kreativ, weil ich will einen Server auf dem. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Man kann ja auch immer ein Kreatives bauen. Hey, Papa, hab ich doch auch. Die... Ah, hallo, ich grüße dich. Ich bin der Ritter. Herzlich willkommen. Die Werkstatt, aber da. Ja, ist derzeit nichts. Ich hab dir da mal wieder ein paar Sachen hingetan, die du jo. Abbauen kannst. Ja, ich sehe es. Da tue ich schon mal wieder Sachen in den Ofen rein, damit wir... Ja, ja, mach ruhig. Haben. So. Gerade mal Sachen wegräumen. Ah ja, genau, Slimebälle, wo haben wir denn die eigentlich? Tu es halt oben erst in die Truhe. Warte, ich... Irgendwie. Mal sehen, ne? Später mal sehen. Ich gebe sie dir einfach mal hier so. Oh, ich hasse das, wenn immer Gewitter ist. Aber auch nur später mal sehen, ne? So, jetzt haben wir hier 9. Blöcke schon mal. Jawohl. Ich muss manchmal größere Blöcke machen, damit es wieder kleiner wird. Mal schauen, können wir schlafen gehen? Nein, doch. Und noch eine und dann. Hoffentlich ist dann das Gewitter vorbei. Was für ein Gewitter? Ja, gerade eben war ein kurzes Gewitter. Der Regenmacher ist so weggegangen. Okay. Hey, du hast was Grünes gegeben? Was ist? Hast du was Grünes gegeben? Ja, schöne Slimebälle. Ah. Deswegen haben wir überall diese Truhen auch drin, ne? Damit man das auch schön machen kann. Da mit dem Bett machen wir schon mal noch. So. So. Ja, goldene Pferderüstung haben wir schon aber auch noch keine. Doch, wir haben Pferderüstungen. Aber keine goldene. Ich glaube doch. Ja, aber die ist nicht in der Truhe drin. Also, wo es halt reingehört. Ich weiß nicht, wo die drin sind gerade. Oh, hier sind noch. Es kann sein, dass ich vielleicht sowas habe oder auch nicht. Ich weiß nicht. Okay. Sind noch Rüstungen drin. Loot. So. Ich mal mit und aber das schon mal sortiert. Rein. Was denn in meiner Klasse gibt es auch Mädchen, die Minecraft spielen? Ja, ist doch geil. Hier sind Enderperlen. Da sollten noch welche anderen Enderperlen. Aber ich hab die mal da draußen gelassen. Zeig ich jetzt mal so. Also es gibt halt. Schienen wollte ich gucken. Da wollte ich was gucken. Ja, so sagen, die halt zocken allgemein so. Hab ich aber mir gedacht. Ja, ist doch auch geil, ne? Der Verdacht erhärtet sich. Schienen. Mhm. Die hab ich doch. Also du erntest die Ding mal mit Behutsamkeit, ne? Die Melonen, oder? Ja, wichtig. Weißt du, wie oder machst mit ja, du kannst mit Behutsamkeit beenden, ja. Ja. Weißt du, wie viele Bogenmacher-Fuzis wir haben? Ich glaube 2. Aktivierungsschiene. Okay. Ja. Das aber ist mir dann schon klar. Okay. Also, wie viel Bambus braucht man, um Sticks zu craften? Ah, so geht das. Mhm. Da habe ich schon mal gerade was erfahren. Verkauf mal ganz kurz. Ich muss die Schlange mal hier reinmachen. Mhm.
Rüstung aus. Glück, ich muss nicht mehr gucken, was Glück ist. Hier ist Glück, so. Und dann auf geht's. Die haben ja so oder so nichts Gutes. Das brauchen wir nicht. So, das nehme ich gleich mal mit. So, jetzt können wir es wieder einräumen gehen. Wenn die Kohle wieder kommt. Funktionieren. Nein. So, da drüben holen wir dann hier. Dann kommt. Das kann ich schon mal gerade. Der Schwarzeichen holen wir da auch nichts mehr weiter. Okay, gut. Warte. Was hatten wir auch hier? Ja, Holz haben wir jetzt aber auch nicht mehr allzu viel, ne? Ja, gut, das ist nicht das Problem. Gehen wir immer wieder rein. So richtig viel, ne? Das macht nichts. Holz gehen wir eh immer rein, wenn wir es brauchen. Lol. Wir haben doch gerade ja geschlafen. Na, egal. Aber geil, kommst du kurz zu Bett? Kurz zu Bett? Oh je, ich weiß nicht, ob ich auch ein Bett habe. Ja, egal, haben es schon geschafft. Ja, ich hatte ja auch ein Bett dabei. Ach so, du warst das, okay. Gut. Reparieren muss man immer dabei haben. Ja. Warte, muss man das unbedingt über Amboss? Spaß hier an, ja. Scheinbar. Gut, wo haben wir einen Amboss? Amboss. Siehst du den nicht? Ich sehe ihn doch von hier aus. Eindeutig blind. Ah, da, ja. Wenn er sich da hinten versteckt, dann sehe ich den nicht. Ja, das sieht man eigentlich. Aber er wollte nicht, dich nicht zeigen, glaube ich. Ja, der ist gemein. Böse Amboss. So. Der Schimmer. Musik. Könnte man ja schon ein bisschen was wegräumen, aber. Okay, ja, du kannst also von mir aus kannst du auch schreiben, ne? Also so ist nicht. Weil da haben wir noch nicht. Ne, haben wir nicht. Guck entspannt zu, okay, entspannt zugucken. Haben wir hier noch alles drin? Ne? Tu mal ausräumen. Ja, ich guck mal, ob ich vielleicht Holz mache. Warte, ist es nass. Ja. Oder haben wir schon geschlafen gehabt? Ich guck doch aus dem Glasfenster. Ja, ja. Ja, ganz kurz vergesslich gewesen. Okay. Was haben wir denn hier? Das? So, ich will ja nicht das. Unbedingt den Boss von uns abholzen, deswegen gehe ich ein bisschen weg. Hosen. Ganz kurz mit. Lass sie am besten gleich da drüber. Uff, jetzt bin ich ja auch noch runtergefallen. Goldi. Mensch, das geht ja gar nicht. Dann pflanzt man das vielleicht hier so. Ja, okay. Dann wachsen die, glaube ich, eher weniger, aber hier auf so Ebenen. So. Da Gold, drin. Das ist weiter, wirklich also weiter drin. Goldstiefel. Der Schuhe. Ah, nee, ich glaube, wir müssen nicht mehr abholzen. Ich hab bei unserer Eisbahn genug Holz gefunden. Okay. Ja, das könnte sein, das hat uns doch mal ein Ding. So, ach, hier ist noch ein Helm. Oder einer war einfach nur warm. So, dann müssen wir weg. Einfach mal so. Das Leder kriegen wir sowieso nicht mehr weg. Also wir benutzen es und es wird finden nicht wieder kommen, ne? Was dann mal? Hier im schönen Schneim, die Kreisstadt. Ja. Ja, ich habe jetzt richtig viel Holz dabei. So, das ist gut. Eingang hier. Ja, mit. Das ist auch wegkommen. So, Sticks. Tue ich einfach mal hier ein paar rein. Wer will, der nimmt sich einfach die Sticks und ich tue hinten hier Schwarzeinholz rein. Ne, Fichtenholz, so rum. Sticks machen wir nur aus diesen anderen Bambus.
Aus Bambus, ja, ja, haben wir eh viel zu viel. Ja. So. Ja. So, da haben wir schon mal. Das ist eine Tür, ne? Lol, er wurde von einem Wächter getötet. Ja, Magie. Ja. Magie, Magie. Oh, lecker, Magie. Magie. Ja, Magie, lecker. Das ist lecker, ne? So. So, das können wir mal sehen, den Tunis. Oh. Oh. Rausnehmen. Ich hol mir noch ein paar Kakaobohnen. Quarz kann alles bleiben. Weil ich jetzt erstmal eh die Truhe davon suchen muss. Oh, hier, TNT. Wie viel haben wir denn da noch? Aber wir haben gar kein TNT mehr. Wir hätten da mal eins drin. Ich weiß, das ist, da ist doch der Schaden passiert. Ich dachte, das bekommen wir ersetzt. Nein, TNT kannst du doch billig herstellen. Ja, trotzdem. Trotzdem, trotzdem. Es kommt vor Gericht, kommt das. Aha. So. Dann machen wir das noch rein. So. Ich nehme einfach mal ein bisschen Bambus. Das wird schon schauen. Ich bin der einzig aktive. Ja, das stimmt. Oh ja. Das ist halt leider so. So, Worktable. Also so machen. Da. Workbench. Nein, das wollte ich nicht. Ein bisschen Eisen verstecken wir mal. Aber ist auch gut, dass ich immerhin einen aktiven habe. So. Auf die Art, ne? So. Damit wir das nämlich brauchen. Wir haben hier verschiedene Sachen. Die Blöcke sind für mich noch wertvoll. Mal gucken. Wegen dem End war mal da gewesen. Die Bambus drin, die ist jetzt. Ah, da ist es rausgekommen. Mhm. So, dauert hier wieder mal so ein Vieh auf. Ne, tauen hier ab und zu mal Tintenfische auf. Komischerweise hier da drüben nicht. Ich verarbeite mal einiges an Bambus in Sticks, ne? Kannst du sehr gerne machen, Truhen voll machen, bitte. Ja. Nimm am besten erstmal aus der Maschine raus. Ich nehme jetzt erstmal das Stroh, dass man es überhaupt wieder da rein tun kann. Ja, weil in der Maschine ist voll. Ja. Das Ding funktioniert nicht. Da habe ich ja auch schon was rausgenommen. Ja. Ich wechsle sau schnell. Wir könnten hier mal. So, er wurde schon wieder vom Wachtwächter da. Irgendwas probiert er aus. Wachtwächter und nicht Wachtwächter, so. Der Nachtwächter. Dann noch würde in 10 Minuten noch mal vorbeischauen und Stream später ansehen. Vielleicht mache ich bis um 2. Like ist auch schon da. Ja, ist auch nett. Danke dir. Ich mache vielleicht heute bis um 2. Ja. Oder ich gehe früher einfach. Kommt drauf an, aber geil. Wie lange machst du heute noch? Ich glaube bis 1 Uhr nur. Okay. Ja, okay, wenn du bis 1 Uhr machst, dann mach ich wahrscheinlich auch nur bis 1 Uhr. Ja. Also ich werde auf jeden Fall bis 2 oder 3 online bleiben, aber dann nicht mehr streamen. Kann man ja. So. Da mal ein Kleinigkeit. Weißt du, ne? Du nimmst hier Bambus raus,
Und direkt kommt wieder richtig viel rein. Schweiß, es ist doch, habe ich doch gesagt, Maschine ist voll. Ja, ja, ich bin ja gerade dabei, die wieder zu lernen. Genau. So wollte ich das eigentlich haben. Okay, alles gut. Jojo, dann wünsche ich dir jetzt vorerst. Weil hier ist viel Abend, rotes Zeug und sowas. Dann, wie du weg bist. Und das müssen wir rausholen. Oh ja. Kein Problem, ja. Auf jeden Fall holen wir das. Man sieht sich sozusagen, ne? Männchen, weil das wird eh Maschen verbaut. So. Und das habe ich auch noch ausgepackt, wenn man. So, dann haben wir hier mal wieder Sticks vor Ort, ne? FIFA Games hätten wir ja genug Sticks. Ja, da ist ja easy. Ja. Ja, da haben wir ja so oder so Überschuss derzeit. Ja. So, die Truhe hier kann ich weg. So. Ach, es ist ja jetzt gleich sogar eins. Ich bin so schlau, ne? Ja. Ja. Oh, wow. Falsche Truhe, da. Ja gut, dann beende ich jetzt dann gleich den Stream halt. So können wir es auch machen. So. Gut, okay. Schauen wir nach unten nochmal zur Steinmaschine, dann erkläre ich die. Und danach können wir ja auch aufhören mit dem Stream, ja, ne? Ja. So machen wir das. So. Und wie schaut Sonntag aus? Was, also heute dann? Ja, mal gucken. Können wir auch irgendwas machen. Ja. Müssen wir noch irgendwas überlegen. Ja, ja. Kriegen wir schon. Ja. Ich beende auf jeden Fall jetzt meinen Stream, ne? Ja. Sag nur, ja, danke, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt und dass ich die 60 Abos heute geknackt habe. Also, und 7 Likes. Also bei mir steht hier 7 Likes. Also bei mir 8. Dass ich 7 habe. Ja, euch noch schönen Nacht. Was soll denn da runter für Mist? Ja. Bis zum nächsten Mal. Alter. Oh, er wurde schon wieder davon getötet vom Wächter. Okay, lol. Jo, tschüss. Ich kann das. So, Stream beendet. Oh, hätte ich 4 Minuten länger gemacht, hätte ich wieder 4 Stunden gehabt. Mensch. Hätte ich wirklich 4 Minuten länger gemacht, hätte ich wieder 4 Stunden gehabt. Und zack, zack, so. Aber ist ja egal. Ja. So. Aber diesen Valleys und Co. habe ich glaube ich schon mal bei dir gesehen. Okay. Also glaube ich noch. Ja. So, dann beende ich auch mal meinen Stream erstmal. Ja. So. Guck mal, was es hier heißt. Da geht's. Gut, meinen habe ich schon beendet. Ja. So. Dann würde ich das auch beenden, aber. Schließen. So. Machen wir gerade hier mal Licht. So. Wer weiß, wer das runterfällt. So. So, was machen wir jetzt noch so? Dann beende ich mal den Stream. Und ja. Oder du machst gerade Abmod, ne? Ja. Und dann werden wir mal sehen. Dann sage ich schon mal tschüss zu deinen Zuschauern. Genau. Wünsche dir auch eine gute Nacht, ja. Ja. Und wir hören uns dann von Nenner. Vielleicht heute noch. Oder später, sagen wir mal. Gucken wir mal. Und denkt dran, Donnerstag ist immer Schach. Da könnt ihr auch gerne dabei sein, wenn ihr möchtet. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis
Bis denn und eine wunderschöne gute Nacht. Und bleibt gesund. Euer Papagei.